Meine Damen und Herren, wie Frau Lemke gerade sagte, das Wichtigste zuerst. Ein bisschen Wasser muss sein. Ja, wir wollen einsteigen in diese Konferenz, in diese Tagung, in einer Debatte über sozusagen den Green New Deal als Ganzes, die Frage, ob Deutschland als Blaupause für die ökologische Erneuerung und für eine ökologisch-soziale Wende taugen kann. Und ich habe dazu drei Gäste aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu begrüßen, über die ich mich sehr freue. Mir zur Linken sitzt Eveline Lemke, eine Hamburgerin, die Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung in Rheinland-Pfalz ist. Also die Dinge miteinander verknüpft in Rheinland-Pfalz, die in anderen Kabinetten sich sozusagen etwas feindlicher am Tisch gegenüberstehen. Das gibt es bei Ihnen nicht mehr. Und die über eine Karriere ganz vielfältiger Art zu ihrer heutigen Position kam, die übrigens ein amerikanisches Highschool-Diplom hat, wie ich gesehen habe, dann eine Ausbildung gemacht hat zur Groß- und Außenhandelskauffrau, also die Wirtschaft aus erster Hand kennt, und dann Wirtschaftswissenschaften mit Umwelttechnik verbunden hat in ihrem Studium und sich seit 1995, glaube ich, seit Mitte der 90er Jahre jedenfalls in der Grünen Partei engagiert und mittlerweile das Amt bekleidet, über das wir am Anfang besprochen haben. Herzlich willkommen. Dankeschön. Zu meiner Rechten sitzt Dr. Gerhard Pretorius. Er ist im Volkswagen-Konzern zuständig für Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeit, sozusagen für die guten Dinge bei diesem Industriekonzern. Beides zusammen, CSR und Nachhaltigkeit. Er ist Germanist, Politikwissenschaftler und Volkswirt. Auch das zusammenzubringen scheint mir eine Kunst zu sein, die nicht ganz ohne ist, schon gar nicht, wenn ich das so sagen darf, zu der Zeit, in der Sie und ich so studiert haben. Und seine Promotion, auch das habe ich noch mal kurz gesagt, beschäftigte sich mit Technikentstehung als sozialem Prozess. Und es kann durchaus sein, dass diese Promotion uns einiges zu erzählen hat, gerade über eine Innovationswende, wie sie Herrn Füchs vorschwebt, der das ja eben mit als Green New Deal Programm propagiert hat. Er war im Volkswagen-Konzern in verschiedenen Positionen tätig und seit 2006 macht er das, was er heute macht und vermutlich mit einem wachsenden, immer größer werdenden Stab von Leuten und größerer Beachtung seitens des Vorstandes. Ganz absolut. Herzlich willkommen auch Ihnen. Ganz zu Ihrer Rechten sitzt Martin Allesbach. Martin Allesbach ist Leiter für Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik bei der IG Metall. Er war Bezirksleiter in Stuttgart, oder ist es noch? Der Bezirksleiter. Ist er noch? Nein. Ist er nicht mehr? Er hat auch die Themen Bildung und Jugendarbeit betreut. Ganz wichtig, wenn man an die Forderungen in Bezug auf Bildung denkt beim Green New Deal, aber auch ganz wichtig, wenn man an eine Verhaltenswende denkt, die ja nirgendwo anders beginnt als genau bei diesen beiden Punkten. Und er ist Buchautor, ist sozusagen einer der Vordenker der IG Metall und als solchen begrüße ich ihn herzlich heute hier. Steigen wir also ein, wir wollen so vielleicht ein knappes Stündchen hier oben diskutieren und Sie dann bitten, den Gesprächsfaden aufzunehmen und uns herauszufordern und zu kommentieren. Ich darf anfangen mit Herrn Pretorius zu meiner Rechten, ganz kurz. Herr Pretorius, ich habe neulich was Furchtbares gemacht. Ich habe nämlich die Autoindustrie so ein bisschen beschimpft in der Zeit. Ich habe die These aufgestellt, dass Deutschland sehr wohl der globale Vorreiter in Sachen ökologischer Erneuerung und in Sachen auch Verhaltenswende hin zu einem nachhaltigen Leben sein könnte, gäbe es nicht dieses vertrackte deutsche Verhältnis zum Auto. Zu den immer noch von den PS-Zahlen her oder von den Größen her wachsenden Autos. Im Durchschnitt ist sozusagen das Auto, was der Deutsche kauft im vergangenen Jahr, so hat mir mein Autoredakteur gesagt, nochmal gewachsen. Und es gibt eine Autoindustrie, die natürlich ganz wichtig ist, ganz stark verankert in unserer Wirtschaft und die diese
diesen Größenwahn, Entschuldigung, bei den Autos lange mitgemacht hat und in mancher Hinsicht auch immer noch mitmacht. Kann Deutschland eine Blaupause, um das Wort aufzugreifen, für einen ökologischen Wandel werden, wenn die Autoindustrie sich nicht massiv ändert? Das sind jetzt eine ganze Menge von Fragen. Ich will versuchen, so weit wie möglich damit auch zusammenzugehen. Ich glaube schon, dass wir in vielen Dingen zeigen können, wie man etwas verändern kann. Und ich glaube gerade auch, und ich will gleich auch gerne ein paar Beispiele nennen, wie man das in der Autoindustrie machen kann. Den Begriff Blaupause will ich aber ganz zu Anfang auch ein bisschen mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Gerade wenn wir eben über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, und das ist für mich eigentlich der Übergriff von vielen diesen Dingen, die wir jetzt sicherlich verhandeln werden, dann muss man doch sehr sorgfältig auch weltweit die sehr unterschiedlichen Bedingungen dafür sich anschauen. Und ich habe doch sehr häufig den Eindruck, dass wir bei vielen Dingen auch bei uns im eigenen Unternehmen sehr stark noch die deutsche Brille aufsetzen. Und das verzerrt manchmal doch ganz schön die Optik. Und deswegen bin ich mit dem Begriff Blaupause ein bisschen vorsichtig. Gleichwohl bin ich gerne bereit, deutlich zu machen, welche Kompetenzen wir hierzulande haben, um damit durchaus eben Impulse für eine solche Richtungsänderung geben zu können. Die Autoindustrie ist, denke ich, insgesamt weltweit, was die Beschäftigung angeht, was die Erfolge angeht auf den Märkten, ja doch nicht mit den völlig falschen Produkten unterwegs. Ich glaube, wenn man das so sehen würde, zu sagen, wir müssen dem Kunden sofort das Auto anbieten, von dem wir oder Berater von uns meinen, das ist das Richtige, dann laufen wir Gefahr, nicht die Entwicklung nehmen zu können, die für uns wichtig ist. Dass wir trotzdem sozusagen im Strukturwandel einer ökologischen Transformation ganz gut unterwegs sind und dass wir das Metier auch beherrschen, wenn ich das so salopp sagen darf, will ich vielleicht doch mal ganz kurz an einem Beispiel demonstrieren. Wir hatten etwa vor 20 Jahren 50.000 Beschäftigte in Wolfsburg und wir haben heute wieder 50.000 oder haben immer noch 50.000, wenn man sogar noch ein paar zusätzliche Töchter und Zulieferer dazu nimmt, sind es mittlerweile sogar 65.000. Und das bei einem Produktivitätsfortschritt, Herr Füchs hat es angedeutet, der eben in einer ach so reichen Industrie wie der Autoindustrie fast bei jedem Modellwechsel zweistellige Zahlen beinhaltet. Und Produktivitätsfortschritt heißt Einsparung menschlicher Arbeitskraft. Und damit gehen viele Industrien ganz anders um. Wir haben, wie ich gesagt habe, die Beschäftigung gehalten, dabei aber einen immensen internen Strukturwandel durchgeführt. Unterm Strich sind höher qualifizierte Jobs daraus entstanden. Wir haben über Zehntausende von Ingenieuren in unserem F&E-Zentrum. Wir haben in den letzten Jahren Hunderte von Ingenieuren eingestellt in unseren verschiedenen Marken, die sich um das Thema Elektromobilität kümmern werden. Wir haben nach wie vor ein Forschungszentrum mit über 100 Ingenieuren, das sich um das Thema Brennstoffzelle kümmert. Also wir sind bei diesen technischen Optionen sehr stark unterwegs. Da braucht aber das eine oder andere auch ein bisschen Weile. Deswegen ist es für uns, glaube ich, auch wichtig, dass man die ganze Breite dieser Industrie sieht. Natürlich wird gerne auf ganz bestimmte Produkte mal so ein bisschen entweder bewundernd geguckt oder auch draufgehauen, verbal natürlich nur. Aber das Ganze passiert eigentlich, ich darf das mal so sagen, im Wohnungssektor nicht oder im Kleidungssektor auch nicht. Also das Auto ist natürlich hochgradig emotionalisiert und eignet sich in all dieser Richtung. Wir sind der Meinung, wir können alles bedienen. Und alles müssen wir bedienen, natürlich mit dem Höchstmaß an technologischer Kompetenz. Und insgesamt, darf ich schon sagen, kann man einen Paradigmenwechsel feststellen, der deutlich zeigt, dass doch das Thema Ressourcenenergieeffizienz anerkannt ist. Dieser Paradigmenwechsel ist eben zunächst erstmal mit dem Begriff Downsizing verbunden und noch nicht mit dem Thema Elektromobilität und so weiter. Da werden Sie enorme Entwicklungen auch sehen nach wie vor, die Zylinderabschaltung wird kommen und solche Dinge rein technisch, die zeigen, wir sind dort immer weiter, glaube ich, ganz gut unterwegs und vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das mitnimmt, immer in einem Blick, wo wir sagen, für uns ist die Erhaltung der Arbeitsplätze, die Beschäftigung, die Qualifikation, die Ausrichtung darauf ganz, ganz entscheidend. Bei Volkswagen ist es sogar ein gleichgerichtetes Unternehmensziel mit dem wirtschaftlichen Ertrag. Und das ist, glaube ich, sozusagen ein Management eines Strukturwandels, mit dem wir auch diesen zukünftigen Aufgaben ganz gut gewappnet sein werden.
Wir haben erkannt, wir müssen auch noch ein paar kleine Autos jetzt mit reinnehmen. Das wird auch passieren. Aber wir müssen, glaube ich, die ganze Bandbreite abdecken. Und ich will auch mal ganz deutlich vielleicht am Ende dieses kurzen Eingangsbeitrags sagen, wir sind eigentlich in einer ganz hervorragenden Situation. Wir haben nämlich die Lösungen. Und das Schöne ist, wir haben alternative Lösungen. Wir müssen nicht krampfhaft danach suchen. Es gibt sozusagen ein Innovationsrennen um die besten Lösungen. Wir haben auf der einen Seite noch enorme Potenziale bei dem klassischen Verbrennungsmotor. Und das wird sich zeigen in den nächsten 20, 30 Jahren. Wir haben den Strukturwandel in die Hybride und die alternativen Technologien und, können wir nachher noch drauf kommen, sicherlich Möglichkeiten, auch über das Auto hinaus das ein oder andere an intelligenter Mobilitätsorganisation zu bringen. Wichtig ist für uns, wir haben die Erfahrung mit einem permanenten Strukturwandel und den wollen wir gerne in ein solches Konzept einbringen. Vielen Dank für die Antwort. Sie macht mich ganz kribbelig, ehrlich gesagt. Weil es mir so scheint, als würde diese Autoindustrie aus ihrem eigenen Paradigma nicht herauskommen, aus ihrem eigenen Gedankengebäude nicht herauskommen, sozusagen weiter versuchen, ihre Autos zu optimieren, statt mit alternativen Ideen für das, was Verkehr sein kann, zu operieren. Ich möchte das festmachen an einer Sache. Ihr Konzern, dessen soziale Verantwortung, finde ich, unbestritten ist, dessen Erfolg in den letzten Jahren unbestritten ist, Ihr Konzern möchte gerne der Größte seiner Art in der Welt werden. Das ist sein Ziel. Er will nicht der Grünste werden, sondern der Größte. Sicher auch irgendwo der Grünste, aber oben drüber steht der Größte. Ist dieses Massenziel, was es ja doch ist, Sie wollen Toyota überholen, werden das wahrscheinlich in diesem Jahr auch schon mal schaffen, ist das noch das richtige Ziel, um nicht nur einer sozialen, sondern auch einer ökologischen Verantwortung gerecht zu werden? Wir haben immer sehr, sehr deutlich gesagt, wir wollen den ökonomisch und ökologisch führenden Konzern im Jahre 2018 darstellen. Also uns war immer dieser Gleichklang entschieden wichtig und den wollen wir auch Schritt für Schritt umsetzen mit diesen unterschiedlichen Technologien. Wir meinen, es gibt kaum eine Industrie, die global in so einem beinharten Wettbewerb steht als die Autoindustrie. Und da sind wir, glaube ich, am besten aufgestellt, zumindest hat sich das so in den letzten Jahren gezeigt, wenn wir eben auf der einen Seite extreme Präsenz in all diesen Märkten zeigen, wenn wir dafür auch die ganze Klaviatur unterschiedlicher Marken beherrschen und damit im Grunde genommen auf der einen Seite Arbeitsplätze in Deutschland, und zwar hochqualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland, sichern können und mit der Technologiekompetenz, die wir hier haben, auch dafür sorgen, dass in den anderen Märkten sich das entwickelt. Ich sage das mal wirklich mit allem Selbstbewusstsein. Wir meinen, wir bauen die besten Autos und auch die effizientesten Autos. Und dann möchten wir die am liebsten auch in Russland bauen und nicht von anderen Konkurrenten die sehen. Das ist so schlicht. Genau, so schlicht ist das. Frau Lemke, ich habe mich neulich unterhalten dürfen mit James Hansen, dem vielleicht prominentesten Klimaforscher Amerikas, der an seinem eigenen Land selbstverständlich verzweifelt, wie sich das für jeden anständigen amerikanischen Klimaforscher gehört, der voller Hoffnung in seinem relativ hohen Alter eine Reise in die Hauptstädte von Japan und Deutschland gemacht hat, hier auch unter anderem Umweltminister getroffen hat und so weiter, und dann doch sehr enttäuscht zurückkam, weil er sagte, die Deutschen verstehen zwar, was man eigentlich machen müsste, wie schnell man eigentlich sein müsste, die verstehen das bis hin in die großen Parteien, sprich in die alten großen Parteien, CDU und SPD. Und dann tun sie es aber nicht, sondern bauen nach wie vor ihre merkwürdigen Kohlekraftwerke. Wie ist dieser Zwiespalt zwischen Einsicht und Handeln zu erklären? Ja, mit der Trägheit, wahrscheinlich mit dem, was Friedrich Fester auch immer als Logik des Misslingens bezeichnet hat, also mit diesen Verkettungen, damit, dass die globale Welt und die ganzen Wirkungszusammenhänge so kompliziert sind und das allergrößte Problem ist, wirklich den eigenen Arsch mal hochzukriegen. So einfach würde ich sagen, ist das. Wir haben jetzt mal gerade was anderes erlebt bei uns. Wir haben vielleicht für Sie, um Sie da noch mal ein bisschen mitzunehmen, im März dieses Jahres Landtagswahl gehabt und die SPD-Alleinregierung ist jetzt nicht mehr alleine, die hat jetzt die Grünen an ihrer Seite und Kurt Beck eben jetzt auch mich. Und da mussten wir eine ganze Menge doch auch reden und
diese Einsicht, die ja irgendwie schon da war, auch mal in was fassen, in was Knackiges. Und das hat sich natürlich an den Punkten festgemacht, die auch Kennzeichen sind für das, was vermeintlich oder eben tatsächlich verkehrt läuft. Wir mussten über die Projekte reden, die wir in Rheinland-Pfalz haben und uns die Frage stellen, sind die wirklich noch richtig? Rheinland-Pfalz als Flächenland hat die meisten Straßen aller Bundesländer. Wir haben ganz viele Pendler. Das ist unheimlich teuer, aber die Leute fahren nur mal Auto. Dann müssen wir uns damit befassen. Wie wollen wir uns in Zukunft bewegen? Wie wollen wir leben? Und was können wir tun? Wir haben vereinbart, und das haben wir mit dem Haushalt, den wir letzte Woche vorgestellt haben, tatsächlich auch durchgezogen, wir bauen erstmal keine Straßen mehr. Wir haben 6 Straßen, die noch begonnen wurden zu bauen. Die bauen wir auch noch fertig. Und dann war es das aber auch erstmal. Wir haben die Möglichkeiten nicht und wir wollen uns ganz klar auch auf die Reise begeben, neue Mobilitätslösungen anzudenken. Da haben wir große Probleme, zum Beispiel zu viel Güterverkehr auf der Schiene im Mittelrheintal. Das ist so laut, dass die Leute da nicht mehr leben können und wegziehen. Oder so viel Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet, dass auch dort die Leute protestieren und das nicht mehr wollen. Und wir müssen uns überlegen, kann man wirklich noch den Nachtflug, geht das? Wir brauchen Nachtflugverbot, aber was heißt das dann für unseren Flughafen Hahn, den wir im Hunsrück haben, der eigentlich darauf baut, die Nachtflüge, die in Frankfurt nicht reinkommen, dort für die eigene Wirtschaftlichkeit zu brauchen. Da muss man das diskutieren. Wir haben ein Projekt Nürburgring gehabt, da haben alle von gehört, das ist ganz groß gescheitert, ganz viel Geld, 350 Millionen Euro in Sand gesetzt und auch die Betreiber kommen jetzt nicht hin mit dem Wirtschaftlichkeitskonzept, was man dann im zweiten Anlauf auch nochmal auf die Beine stellen will. Und gerade der Rennsport ist ja auch so ein Synonym für eigentlich eine veraltete Verkehrspolitik. Da muss man sich auch fragen, wie modifiziert man solche Konzepte und stimmt das in unserer gedanklichen Welt noch, sind diese Images und diese Muster, nach denen wir leben, diese Statussymbole, denen wir nachstreben, sind die noch richtig oder müssen wir uns auch in der Politik damit befassen und die mal auch bewusst auf den Kopf stellen? Nun, wir haben das diskutiert und in unserer Koalitionsvereinbarung haben wir dann gesagt, wenn Ralf Füchs da die Transformation so schnell will und die heißt Green New Deal, dann ist das ein grüner Terminus. Den können wir ja in der rot-grünen Koalition nicht verwenden, das müssen wir anders nennen. Bei uns heißt das sozial-ökologischer Wandel, den wir betreiben wollen. Und der beinhaltet eben auch noch ein bisschen mehr als nur das Rumdoktern an diesen eben beschriebenen Projekten. Es spiegelt sich wieder, wie wir zum Beispiel unsere Ministerien besetzt und resortiert haben. Mein Ministerium ist jetzt nicht mehr das Ministerium, Wirtschaftsministerium, wie man es vorher kannte. Und es gibt sowieso keine Bedienmentalität mehr. Das habe ich auch schon im Wahlkampf immer sehr deutlich gesagt. Die Zeit, wo Politik auf Bestellung funktioniert und man sagt, ich wünsche mir hier ein Projekt und da ein Projekt und dann gibt es noch Befindlichkeiten hier und dort und die werden alle irgendwie bedient, das klappt nicht mehr. Wir brauchen eine Politik, eine Wirtschaftspolitik, eine Ökonomie fürs Gemeinwohl. Wir brauchen Daseinsvorsorge, eine Wirtschaftspolitik als Daseinsvorsorge. Und was macht die aus? Die Zukunftsherausforderung. Ralf Füchs hat sie eben beschrieben. Rohstoffversorgung zum einen, Energiewende, auch Rohstoffversorgung zum anderen und das Ganze bitte schön auf Tempo, weil, und da widerspreche ich Ihnen, Herr Pretorius, der Klimawandel wartet nicht und wenn wir uns 20 Jahre Zeit lassen, andere Autos zu bauen, dann ist das zu langsam. Also müssen wir ein bisschen auf Trab kommen. Frau Lemke, der VW-Konzern hat beispielsweise ein ökologisches Vorzeigeauto nicht mehr weitergebaut, weil es sich nicht nur gut verkaufte, das heißt Audi A2, und hat dann so ein Lifestyle-Projekt stattdessen gemacht. Die Grüne Partei, Bündnis 90 Die Grünen, hat was Ähnliches gemacht mit ihrer Idee der Ökosteuer. Das war ein lange erarbeitetes Vorzeigeprojekt, was natürlich hätte fortgeführt werden müssen. Die Ökosteuer müsste heute viel höher sein. Ich glaube, da sind wir zwei uns einig. Wahrscheinlich sind wir uns alle im Saal einig. Es ist aber nicht geschehen. Nicht nur das, wie Herr Füchs vorhin schon bemerkte, hat die Ökopartei, die Grüne Partei, das so ähnlich wie VW den A2, so ein bisschen aus dem Showroom rausgenommen. Es ist heute nicht mehr sozusagen ihre größte, obwohl es doch eigentlich ihre wichtigste Forderung wäre. Ist das nicht auch eine Art von Opportunismus mit der Gegenwart? Nee, das glaube ich nicht. Das ist einfach die reale Welt, wie sie ist. Ohne Akzeptanz läuft heute einfach nichts mehr. Und Akzeptanz müssen wir herstellen. Und wenn wir Steuermodelle zu früh, zum falschen Zeitpunkt präsentieren, dann
und die Akzeptanz noch nicht da ist, dann kann auch unsere Politik nicht fruchtbar sein. Also, Logik gestand es aber Unternehmen auch, gell? Wenn die Akzeptanz für die Autos noch nicht da ist, dann muss man halt noch ein bisschen warten damit. Klar, aber vielleicht kann man ja eben das eine mit dem anderen verknüpfen. Genau da haben wir uns jetzt eben so auch auf den Weg gemacht und ich glaube, das ist das, was auch Politik in der Zukunft nochmal anders kennzeichnen muss. Wir brauchen den Verbraucher, wir müssen den Verbraucher auch mitnehmen. Der muss natürlich auch überlegen, was kauft er denn da für Produkte und wir müssen an den Stellen, wo wir wirklich nochmal Rahmen auch setzen, den Rahmen entsprechend ausformulieren. Da spielt Europa heute eine ganz andere Rolle. Also wenn Sie mich als Wirtschaftsministerin fragen, wie macht man noch Wirtschaftspolitik? Ja, als Geldmengenpolitik, Zinspolitik, Fiskalpolitik funktioniert alles nicht mehr, Geld haben wir nicht mehr, Geldmenge bestimmen wir nicht, Zinsen nicht. Das ist alles von gestern. Diese ganze Theorie, das müsste ja in Brüssel ablaufen, aber da läuft es ja nicht ab, ja, weil es gibt ja keinen Rahmen, kein Haus. Also was haben wir? Ordnungsrecht. Wir haben Ordnungsrecht, wird ja auch nachher darüber diskutiert, zum Beispiel REACH zur Chemie. Wir schützen Boden, Wasser, Luft, das ist die klassische Philosophie der Umweltpolitik, aber wie macht man gestalterisch Wirtschaftspolitik? Und da ist jetzt der neue Ansatz wirklich das Mitnehmen aller Akteure. Und deswegen haben wir uns da eigentlich nur ein bisschen verändert. Wir werden auch wieder auf die Steuerfrage kommen, spätestens zur Bundestagswahl 2013, weil wir massiv umverteilen müssen in dieser Gesellschaft. Und da werden wir nicht nur über eine Ökosteuer, da werden wir über die Einkommensteuer mal zuallererst auch reden müssen. Und die Frage, wo geht das Geld hin und wie verteilen wir das? Ich glaube nicht, dass die Grünen hier eine große Wende vorgenommen haben. Wir werden uns nur bewusster, dass wir, wenn wir politisch argumentieren, diese Akzeptanzkarte stärker spielen müssen, dass uns das gelingt und dass wir in der Lebensphilosophie, in der Art mehr Leute ansprechen, weil wir jetzt sogar einen grünen Ministerpräsidenten haben und mehrere grüne Ministerpräsidentinnen, dürfen wir uns darüber freuen und gehen einfach auch diesen Weg weiter. Aber wir lassen eben auch nicht los von unserem Ziel. Herr Allesbach, die IG Metall hat sich früher, ich glaube, das darf man fairerweise sagen, wenn es mal einen sozial-ökologischen Konflikt gab, meistens auf die soziale Seite geschlagen. Auch heute noch, wenn man anguckt, wofür sie vor allem einsteht in den gesellschaftlichen Fragen, und das sind ja Ihre Fragen, dann geht es meistens um eine soziale und gerechte Gesellschaft, selten um eine soziale und grüne Gesellschaft. Ist das Grüne, nicht bei Ihnen im Kopf natürlich, aber in Ihrer Organisation immer noch weit unten angesiedelt? Nein, ich glaube, da hat sich tatsächlich einiges getan in der IG Metall. Wir diskutieren im Übrigen mit ganz konkreten Projekten die Frage eines Kurswechsels, eigentlich auch initiiert durch die Finanzkrise und Wirtschaftskrise, die Frage, was muss ich denn ändern in dem Land? Und das ist in hohem Maße identisch mit dem, was Herr Füchs hier vorgestellt hat. Bei uns ist der Sound etwas anders. Bei uns spielt natürlich, und die Projekte sind etwas anders gelagert, bei uns spielt die Demokratisierung der Wirtschaft, die Frage von Mitbestimmungsrechten, natürlich eine wichtige Rolle, aber zunehmend mehr auch ökologische Fragen. Das ist so, das ist integraler Bestandteil geworden, da haben Sie vollkommen recht, das ist nicht immer so. Weil uns der ökologische Umbau, der notwendige ökologische Umbau natürlich trifft. Die Frage des Downsizing trifft beispielsweise die Zulieferindustrie. Wenn statt 8 Zylinder nur noch 6 oder 4 Zylinder gebaut werden, dann ist das halt nur die Hälfte und es trifft die Hersteller von Kolben beispielsweise. Und insofern sind wir gefordert, diesen Strukturwandel zu begleiten. Er ist alternativlos, wir müssen das tun. Aber es hängen viele Dinge dran. Wir tun das ganz konkret beispielsweise in der, was die Automobilindustrie anbelangt, in der nationalen Plattform Elektromobilität, wo wir als IG Metall mitgewirkt haben, wo wir genau die Themen und auch die Verbindung hergestellt haben zwischen Ökologie und Sozialem. Das ist kein Widerspruch. Und es muss auch kein Widerspruch sein. Und es ist inzwischen auch bekannt, dass die ökologischen Märkte auch große Beschäftigungspotenziale in sich bergen. Und insofern geht es darum, diesen ökologischen Wandel nicht als Bedrohung für die Beschäftigten zu organisieren, sondern sie mitzunehmen, qualifikatorisch mitzunehmen, alternative Produktionen sich zu überlegen und den Prozess zu gestalten. Das ist schnell gesagt und schwierig gemacht. Das ist uns bewusst, aber es führt keinen Weg dran vorbei. Bei uns wird intensiv diskutiert über integrierte Mobilitätsmodelle,
Schlussfolgerungen daraus für die Struktur, für die Industriestruktur in Deutschland. Also das ist für uns kein Widerspruch mehr. Wir erkennen die Notwendigkeit. Und im Übrigen gibt es viele Initiativen in Aufsichtsräten, getragen von den Arbeitnehmervertretern, die solche Diskussionen anstoßen. Bei VW beispielsweise, das Blockheizkraftwerk ist eine Idee des Betriebsrats, zu sagen, was kann man denn noch produzieren mit den Qualifikationen, die wir haben. Und ich finde, da tut sich in der großen Politik einiges, es tut sich in der Struktur, in der Industriepolitik einiges. Da sind wir eher Treiber, weil wir sagen, so ein Prozess muss gestaltet werden, das ist kein Selbstlauf, aber auch sozusagen auf der betrieblichen Ebene. Sie sagen, das Soziale und das Ökologische stünden nicht miteinander im Widerspruch. Das ist ja, wie wir alle wissen, mehr so eine Zeitfrage. Kurzfristig steht es häufig im Widerspruch, langfristig natürlich gar nicht. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt beispielsweise an die Energiewende herangehen, dann werden dabei einige Leute profitieren, aber es wird andere auch etwas kosten. Wie sehen Sie sozusagen den sozialen Umverteilungseffekt dieser Energiewende und wie korrigiert man den? Ich weiß es nicht, ob es diesen Umverteilungseffekt gibt. Ich glaube, es ist eine, davon bin ich überzeugt, es ist eine Win-Win-Situation für Beschäftigung, für qualifizierte Beschäftigung. Herr Füchs, Sie haben von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen gesagt. Bei uns heißt, um auf den anderen Zaun zu kommen, heißt es gute Arbeit. Also es ist nicht irgendwelche Jobs zu schaffen, sondern mitbestimmte, sozial abgesicherte, mit ordentlichem Tarifvertrag bezahlte Jobs. So sieht es bei uns aus. Also ich sehe diesen Widerspruch nicht. Es ist aber langfristiger, Sie haben recht, es ist ein langfristiger Prozess, der, wenn er so langfristig ist, auch im Hier und Jetzt beginnen muss. Beispielsweise, nehmen wir das Beispiel VW, die Veränderung der Beschäftigtenstruktur. Was heißt es denn für An- und Ungelernte, wenn es diesen Prozess gibt, sozusagen der Akademisierung oder der qualifizierten Facharbeit? Was heißt es denn für die Weiterbildung? Was heißt es denn, wenn wir in Richtung Elektromobilität umsteigen wollen? Was heißt es denn beispielsweise für die Forschungspolitik? Wir haben in Deutschland keinen einzigen Lehrstuhl mehr für Elektrochemie. Keinen einzigen Lehrstuhl mehr für Elektrochemie oder nur ganz wenige. So. Und das sind die Fragen, die man klären muss, um diese langfristigen Effekte sozusagen vorzubereiten. Das kommt nicht im Hier und Jetzt. Frau Lemke, dieser ökologisch-soziale Konflikt, von dem ich sprach, beziehungsweise die Frage, wer zahlt bei der Energiewende drauf? Beispielsweise der ein oder andere normale Energiekonsument vielleicht. Und muss man das nicht steuerpolitisch korrigieren? Die ist sicher auch eine Frage an Sie. Oh, da haben wir reichlich zu tun und da müssen wir auch korrigieren und da müssen wir natürlich auch nachsteuern. Also ich glaube, das macht auch intelligente Politik heute aus, dass man erkannt hat, es gibt nicht das eine Rezept und das wirkt für 20 Jahre, sondern das sind Prozesse, gerade eine Transformation, die muss nachgesteuert werden. Also wie steuert man nach und wer sind die Verlierer? Das war der Moment, wo ich jetzt mal gezuckt habe und habe gesagt, klar gibt es Verlierer. Ich bin ja auch Energieministerin, erstmal gerade vier. Das sind die großen vier Stromkonzerne. Und im Moment tobt auf diesem Transformations-Umverteilungsenergiemarkt richtig der Bär. Da wird gestritten um Netzkonzessionen, Frage, wer betreibt ein Netz. Es gibt Stadtwerkegründungen, es gibt Genossenschaften, es gibt Bürgermeister, die sagen, ich will meine Windkraftanlage doch bitte schön hier selber haben. Ja, und es gibt natürlich auch Leute, die wollen Zweckgemeinschaften gründen, auch Bürgermeister untereinander. Da müssen wir zum Beispiel bei uns das Energiewirtschaftsrecht auch nochmal ändern, auf Landesebene die Möglichkeit der Bürgermeister zu kooperieren. Die wollen nämlich alle gewinnen, weil sie sagen, wenn ich hier ein Grundstück verpachten kann und die Einnahme aus dieser Windenergieanlage ist für mich und mein Dorf, dann ist das super, dann baue ich damit noch ein Altenheim und gerade solche Projekte habe ich auch zuletzt gerade eingeweiht, die haben sich nämlich die Pacht auszahlen lassen auf die nächsten 20 Jahre. Die gewinnen, aber verlieren tun die vier großen Oligopole und das muss man mal festhalten. Und für alle anderen Wirtschaftsbereiche, die wir haben, wird es natürlich auch ähnlich sein. Klar, ich freue mich immer, wenn meine Unternehmer in Rheinland-Pfalz mir auch sagen, wir kämpfen, wir sind ganz vorne. Wir haben aber vorwiegend 99,7% bei uns die Kleinen. Die sind
unter 250 Mitarbeiter. Wir haben ganz wenig große, dazu gehört auch die BASF, deswegen ist das Thema Chemie schon eins für uns. Dazu gehört auch Mercedes-Benz, bei denen war ich gerade heute Morgen und habe mit denen auch diskutiert. Wir haben nämlich ein Forschungscluster, ein gemeinsames auch mit denen und wollen natürlich auch Mobilität und auch diese Art von Gütertransport weiterentwickeln. Und da gilt es auch darum, die Akteure so zu vernetzen. Eigentlich will man ja nicht im eigenen Land einen Verlierer haben, dass man gewinnt, weil man einen Innovationsvorsprung hat und natürlich auch in der Region partizipiert. Aber es ist auch ein Konzept der Kleinheit. Das hat Rheinland-Pfalz auch 2008 durch die Krise geholfen. Unsere Unternehmer, die wir haben, haben Nischenprodukte, Umweltprodukte auch in die Welt exportiert. Das wird bei uns abgefragt, da holt man sich das Wissen, da kann die Welt, wir können das teilen. Das ist auch ein Stück Friedens- und Entwicklungspolitik. Also das ist auch eine Chance und deswegen Blaupause war Ihre Frage, können wir Blaupause sein? Meine Antwort, klar, weil wir bringen nämlich solche Technologie mit und haben die Grundvoraussetzungen. Wir haben in Rheinland-Pfalz alles, wir haben Sie auch, Wind, Wasser, Sonne, wir haben Fläche, ja, wir haben, können Biomasse machen, wir haben eigentlich alles da. Warum sollen wir nicht Blaupause sein? Wir müssen uns das nur vornehmen und wir müssen Wasserträger sein. Also als Wirtschaftsministerin, wenn ich nicht einen Schalter umlegen kann, dann muss ich meine Akteure so vernetzen, wenn ich am Ende will, dass sie alle gewinnen, dass sie auch gewinnen können. Und Betriebe unter 250 Mitarbeiter können in der Regel nicht Anwendungsforschung betreiben. Die sind zu klein und zu schwach. Die brauchen dann jemanden, der das für sie organisiert, der eine Uni dazu holt, der auch sagt, wenn ich einen Fokus habe auf Forschung, dann muss ich da auch meine Finanzmittel reingeben und dann muss auch mein Landeshaushalt so aussehen, dass man das machen kann. Und dann müssen hier die Sektoren so zusammenspielen. Sonst funktioniert diese Nummer nicht. Aber Verlierer wird es natürlich da drin geben, wenn man nur auf Größe setzt, wenn man ganz klar auf Abzocke setzt, so sage ich auch, Finanzmarkt-Casino schließen, das ist eine Nummer. Solange da noch gezockt wird an internationalen Märkten und die Finanzprodukte, die auch hier verkauft werden, nicht einsehbar sind, müssen wir auf Schrumpfung dringen. Und da bin ich ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, ist zu groß und immer nur wachsen wollen, ist das wirklich das? Oder brauchen wir, Professor Käßmann sagt das, eine Ethik des Genug und müssen wir nicht darüber diskutieren? Und ja, wir müssen darüber diskutieren und auch unsere Unternehmer. Ich fordere Sie immer dazu heraus. Lassen Sie uns nicht über Finanzmarktregulierung reden, weil in Sälen, in denen keine Banker sind, herrscht da vollkommene Einigkeit in Deutschland. Das hat gar keinen Zweck mehr, muss einfach sein. Und wenn Banker da sind, ehrlich gesagt, dann geben die nicht zu, dass sie Banker sind. Das ist so. Herr Pretorius, ein Argument der Autoindustrie, und das klang auch eben auf dieser Seite des Podiums an, ist, wir müssen natürlich den Leuten auch geben, was sie wollen. Und so eine ökologische Wende, die kann nicht nur von oben kommen, durch Regulierung, sondern die muss in irgendeiner Form auch von unten kommen, auch damit die sich gegenseitig verstärken, die Ebene oben und unten. So kann man sich so eine Verhaltenswende natürlich wünschen, der Konsumenten. Kann man sie auch in irgendeiner Form verstärken, hervorrufen, kreieren? Ich denke ja, wir versuchen es einerseits wirklich mit einer Kampagne, die wir Think Blue nennen, mit der wir deutlich machen, es reicht nicht, dass wir Technologie anbieten, sondern man muss auch richtig mit der Technologie umgehen. Das ist ja so ein bisschen eine paradoxe Situation, dass man meint, je ausgereifter eine Technologie wird, desto weniger muss man eigentlich dann als Nutzer dieser Technologie machen. Aber wenn Sie mal einen modernen TFSI-Motor gefahren haben, dann merken Sie ganz genau, eben wie extrem der Verbrauch auch abhängt davon, wie Sie mit dem Fuß spielen. Und dieses eben durchaus als Verhaltenserläuterung mit einzubringen, halten wir als eine ganz wichtige Aufgabe von unserer Seite. Wir machen es zum Beispiel bei einem Projekt. Ich will mal gerne, wenn Sie es gestatten, in einer halben Minute ein Projekt vorstellen, von dem ich meine, wo das verknüpft ist. Und zwar bei unserer Finanztochter, bei der VW Leasing, haben wir ein Projekt, das nennt sich umweltorientiertes Fuhrparkmanagement, haben wir übrigens als Produkt gemeinsam mit dem NABU entwickelt, also so viel auch zur intensiven Kooperation mit den NGOs bis hin in die Produktentwicklung hinein. Dieses Fuhrparkmanagement hat 3 Komponenten, nämlich die verbrauchseffizientesten Fahrzeuge werden dort angeboten. Dann gibt es Spritspartrainings, damit man wirklich auch den besten Gebrauch davon macht. Und als drittes fakultativ, wenn denn beide Leasingnehmer und Leasinggeber einverstanden sind, wird ein Teil der Ersparnis in Naturschutz-CO2-Kompensationsprojekte gesteckt
für die uns der NABU berät. Dadurch haben wir also jetzt hier in Niedersachsen, sorry, wir sind hier nicht in Niedersachsen, sondern im angrenzenden Niedersachsen, haben wir in Niedersachsen bereits zwei Hochmoore mit mehreren hunderten Hektars wieder bewässert, weil das ja die größten CO2-Senken sind, die es überhaupt gibt. Also man sieht, man kann schon in diesem Bereich auch Geschäftsmodelle entwickeln, die nachhaltig sind. Das sind aber momentan, wir sind ganz stolz, da haben wir schon über 100.000 Autos unter Vertrag in diesem Konzept, aber das sind eben Dinge, die entwickelt werden müssen und mit denen wir auch eben diesen Verhaltensansatz mit hineinbringen müssen. Das sind aber keine Selbstläufer, das sagen wir eben durchaus auch unsere Vertriebsleute. Aber das ist jetzt mal ein Beispiel, was extrem gut ging. In der Geschichte gab es auch andere Beispiele, Sie haben eins erwähnt. Herr Botorius, Entschuldigung, Herr Allesbach. Das eine ist ja, den Leuten beizubringen, mit so Individualverkehrsmobilen vernünftiger umzugehen. Das andere wäre, eine Verhaltenswende zu erzeugen, bei der sie weniger von den Dingern kaufen. Das ist etwas, ein Gedanke, mit dem Herr Kretschmann zum Beispiel am Anfang seiner Amtszeit ein bisschen gespielt hat. Ist das wünschenswert oder ist das sozusagen vernichtend für den Standort Deutschland? Die Frage ist die der Alternativen. Also was heißt denn, die Menschen auffordern, weniger von den Dingen zu kaufen? Ich weiß nicht, ich teile das nicht. Die Frage ist, wie produziert man ökologischer? Ich teile auch nicht die Position, wir müssen einfach nur weniger produzieren. Ich sage, wir müssen anders produzieren und wir brauchen auch Alternativen. Solange wir kein integriertes Mobilitätskonzept haben, solange wir in Baden-Württemberg rund um Daimler, um einen Standort zu nehmen, was ich darauf angewiesen ist, dass die Menschen mit Autos dorthin fahren, wird sich da auch nichts ändern. Das heißt, notwendig sind Infrastrukturmaßnahmen, die das begleiten. Einfach zu sagen, na ja, jetzt fordern wir unsere Leute auf, kauft weniger und das ist jetzt irgendwie der Horror für uns. Das ist mir zu schwarz-weiß. Sondern zu sagen, was sind die Alternativen? Welche strukturpolitischen Maßnahmen sind erforderlich? Welche Infrastrukturen müssen dafür geschaffen werden, um den Leuten das dann zu ermöglichen? Also dann stellt sich die Frage auch anders, wie zu sagen, kauft oder kauft nicht. Und die Autos kaufen, sind die Umweltfeinde und die anderen sind sozusagen ökologisch sauber, so funktioniert's leider nicht. Zu diesem letzten Satz kann man, glaube ich, nichts Negatives sagen. Aber Frau Lemke, mich interessiert nochmal diese Idee der Verhaltenswende, die ja mehr ist als nur keine Autos kaufen, die mit einem ökologisch bewussten Konsumentenverhalten zu tun hat. Kann der Staat was dazu tun, eine solche Wende herbeizuführen? Oh ja, der kann was tun. Und das hat ja sogar die Bundesregierung erkannt. Also die diskutieren dann die Ziffer BIP. Bruttoinlandsprodukt. Es gibt eine Enquete-Kommission. Da wird darüber geredet, das ist ein Gesetz, um Statistik zu machen. Das wissen vielleicht viele ja auch von Ihnen. Und wir messen daran, wie viel Steuereinnahmen wir haben werden. Also der Blick aufs BIP ist immer das Wesentliche. Wenn man jetzt das mal in Frage stellt, und das ist ja hier schon passiert, und wir stellen das auch in den Ländern in Frage, wir diskutieren das auf den Wirtschaftsministerkonferenzen, dann ist das ein erster Schritt, aber der erreicht natürlich längst nicht die Wirtschaft, die ja vielleicht ihr Marketing und ihre Images auch anders macht, und die reicht nicht den Bürger und nicht den Konsumenten. Frage ist aber, kann zum Beispiel eine Diskussion über diese Frage den Bürger doch erreichen? Und genau an dieser Stelle sage ich, ja, das kann sie, wenn wir das auch entsprechend mit Steuern, mit publizieren und auch deutlich sagen. Das ist natürlich was mit unserem Verhalten immer noch zu tun hat, und zwar an jeder Stelle. Wir kennen aus dem Bereich der Transformation des Energiesektors die drei E's, die sind Ihnen bekannt. Das ist immer das Einsparen, das steht an erster Stelle, das Effizienz steigern an zweiter Stelle und das Einsetzen erneuerbarer Energien oder erneuerbarer Rohstoffe an dritter Stelle. Diese drei E's kann man fast auf alles übertragen, auch auf die Finanzpolitik, ja, auf die Frage, wie wir wirtschaften, wie wir selber konsumieren. Und diese Frage ist eine, die durchaus auch über so eine BIP-Diskussion mal transportiert werden kann, nicht nur zu den Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern auch zu den Konsumenten. Ich glaube aber, dass die Macht der Unternehmer riesig ist, weil sie nämlich Werbung machen. Und wenn ich mir angucke, wie unsere Bevölkerung fernsieht, 4 Stunden am Tag,
unsere Jugendlichen im Internet unterwegs sind und was ihre neuen Images ausmacht und was sie erreicht und mit welchen Bildern sie immer so beflackert werden, dann sind das die Bilder, die unter anderem auch VW mit einem guten Selbstbewusstsein über die eigenen Produkte transportiert. Aber transportieren sie vielleicht auch, das merkt man ja, da gibt es ja jetzt auch schon Bewusstseinsänderung im Transport der Automobilwerbung, die sieht ja jetzt schon ein bisschen anders aus. Aber man kann trotzdem den Eindruck haben, das sei noch alles in Ordnung. Und die Frage, ob man ein Auto vielleicht länger fahren kann und vielleicht dann auch gewillt ist, mehr dafür auszugeben, weil man es ja auch länger fahren kann, dass das legitim ist, es länger fahren zu dürfen und weil man vielleicht auch insgesamt einen anderen Rohstoffeinsatz dann hat. Die Frage, die ist noch nicht beantwortet worden, schon gar nicht in der Werbung. Ich glaube aber, dass man an diese Themen auch ganz bewusst ran muss. Wenn wir Produktlebenszyklen verlängern und der Käufer sagt, okay, kaufe ich mir eben ein Auto und fahre das nicht nur 3 Jahre, weil ich es auch noch steuerlich absetzen kann, da sind wir wieder bei den Steuern, da haben wir eben was zu tun 2013, sondern das mal diese ganzen Dienstwagenprivilegien und so abzuschaffen, ist ja auch eine schöne Maßnahme, dann werden die nicht mehr alle 3 Jahre ein neues Auto kaufen, dann werden sie es 5 fahren oder werden sie es 10 fahren oder ne? So. Also ich glaube, wir können Verhalten schon steuern, aber wir müssen es uns sehr bewusst machen und wir müssen eben auch schon früh damit anfangen, uns bewusst zu machen. Das heißt, es muss auch Eingang natürlich finden in Schule, in Bildung und ins eigene Vorleben. Und da, glaube ich, kann die Politik auch immer noch nachbessern. Streiten Sie sich zu Hause bei VW mit Ihren eigenen Werbeleuten? Sie als einer der grünen Männer im Konzern, der dann sagt, Mensch, könnt ihr nicht mal eine vernünftige Werbung machen? Mit nicht ganz so breiten Reifen? Streit ist in so einem großen Unternehmen permanent da. Das Streiten um die beste Lösung passiert zwischen den Dieselingenieuren und den Benziningenieuren. Jetzt kommen die Elektroingenieure noch dazu. Das ist ein ganz gesundes Innovationsrennen. Das finde ich ja das Fantastische, dass einem Unternehmen so unterschiedliche Möglichkeiten da sind, durchaus auch zum Teil mit unterschiedlichen Hintergründen, durchaus auch unterschiedlichen Kulturen. Und daraus entsteht Streit. Und Streit ist aus meiner Sicht, wenn er produktiv gewendet werden kann, im Wettbewerb durchaus dazu in der Lage, eine bessere Lösung zu bringen. Ob jetzt jede Werbeidee die beste ist, darüber kann man natürlich sehr fundiert streiten. Nur andererseits, glaube ich, will auch keiner von uns dort eine Uniformität haben in einer Art und Weise, wo man den ganzen Tag nur eben sozusagen eingeredet bekommt, wie schrecklich das ist. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man solche Themen wie Nachhaltigkeit, wie Verantwortung, wie eben wegen mir auch Green New Deal und Transformation, als eine Verzichtsthematik zu verkaufen, dann werden wir genau die Akzeptanz, die wir alle haben wollen, nie und nimmer erreichen. Wir müssen es schon ein bisschen anders darstellen und ich glaube, da kann die Werbung auch dazu beitragen und dann kann man sich auch mal drüber streiten, ob der eine Film besser ist als der andere. Tendenziell, glaube ich, ist schon auch dort ein Umdenken da. Ich glaube, man muss das auch in etwas längeren Fristen sehen und das doch wirklich sozusagen völlig ignorante Hochjubeln von irgendwelchen unnützen Themen, das passiert doch, glaube ich, eigentlich in keiner Branche mehr. Insofern kann man anknüpfen an dem, was da ist. Aber ich möchte auch schon gerne dabei möglichst viel Vielfalt erhalten wissen. Was der Wirtschaft als Hauptkommunikationsmittel dient, ist klar, das ist die Werbung. Dem Staat dient eigentlich als Hauptkommunikationsmittel die Bildung. Und was mich wundert bei der Bildungsdiskussion ist Folgendes. Wir reden wahnsinnig viel darüber, dass gerade die armen Leute Kinder, dass der untere Teil der Gesellschaft besser ausgebildet werden muss. Das ist völlig richtig, ist Teil des Green New Deal und in Deutschland wirklich bisher verhängnisvoll. Wir reden aber sehr wenig über diese Bildungsinhalte, sofern sie auch eine ökologische Erneuerung angehen. Müsste man nicht, wie die Club of Rome-Schulen zum Beispiel, die Bildungsinhalte in den Grund- und Schulen und Gymnasien dahingehend ändern, dass ganzheitlicher gedacht wird, zum Beispiel. Und aber warum ist das kein wirklich großer Bestandteil einer grünen Wendepolitik? Also ich glaube, dass es schon ein großer Bestandteil ist, auch einer Wendepolitik, weil ich kann mich jetzt an keinen grünen Antrag erinnern, irgendwie auf Parteitagen, wo nicht das auch ein Baustein gewesen wäre. Die Frage ist immer, wonach macht sich das fest? Ich will eine aktuelle Debatte der Wirtschafts- und der Kultusministerkonferenz schildern, die einen Streit zwischen Disziplinen schildert. Die Kultusministerkonferenz will zum Beispiel, dass das Abitur als höchster Bildungsabschluss eingestuft wird. Die Wirtschaftsministerkonferenz sagt,
duale Abschlüsse und vor allen Dingen dann auch wie in meinem Bundesland, wo die Durchgängigkeit gesichert ist. Das heißt, auch wenn man einen Ausbildungsabschluss in einem Beruf gemacht hat, kann man studieren. Ist gleichwertig, hat beides die gleiche Höhe. Es kommt darauf an, was den Inhalt dieses Berufes ausmacht, ob er sozusagen auch noch der Zeit entspricht und ob man überhaupt damit auch, und das macht den Wert auch gesellschaftlich aus, damit eine Arbeit findet, die insgesamt zum Wohl der Gesellschaft beiträgt. Und das ist die Diskussion, die geführt werden muss. Sie wird aber unter den Disziplinen als Disziplinstreit geführt. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, wo wir einfach erkennen, dieser Gedanke, den Sie sagen, was ist die Ursache, dass der sozusagen nicht mal rauskommt, dass der medial geschwemmt wird, dass wir wirklich darüber reden, das hängt mit diesem Streit unter den Disziplinen zusammen. Würden wir die Disziplinen an dieser Stelle zusammenbinden können und würden wir das gemeinsam erkennen, dann könnten wir auch über Inhalte lauter reden und dann könnte das auch transportiert werden. So weiß doch kein Journalist, was soll er denn jetzt schreiben? Also mal ganz ehrlich, wenn da Berichte sind über eine Kultusministerkonferenz und über eine Wirtschaftsministerkonferenz, dann sagen ja, die einen wollen das alle Abi machen und studieren. Ja, natürlich, wir müssen doch auch mehr hochqualifizierte Leute haben, die dann in diese komplizierten Berufe einsteigen können. Wir brauchen Ingenieure in diesem Land. Selbstverständlich, ich finde das richtig, dass wir mehr Leute haben, die studieren. Aber das duale System und das Handwerk brauchen wir genauso. Wer macht denn, die bitteschön, bei 80% im Gebäudebestand die Sanierung? Das machen Handwerker. Da haben Sie den Klima- und Heizungstechniker, da haben Sie neue Berufsbilder wie den Solateur, der eine Solaranlage aufdeckt. Sie haben den Dachdecker, Sie haben die klassischen Handwerksberufe. Wir brauchen die auch. Keine Energiewende ohne alle beide. Beide sind wichtig, beide sind gleichwertig und darüber rede ich gern. Mit Erfolg, wie man hört. Ich muss hier mal eine, wir haben jetzt schon so oft vom Green New Deal geredet, ich muss hier mal eine kurze Fragerunde einschieben an Sie alle drei. Ob es irgendwas gibt, was Ihnen an diesem Konzept, das ja die Basis ist auch für diese Konferenz, missfällt? Herr Abelsbach, wollen wir mit Ihnen anfangen? Ich wüsste jetzt nicht, was mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich sagen würde, das ist in eklatantem Widerspruch sozusagen auch zur Politik und zur Programmatik der Gewerkschaften. Das ist ja nicht, wie gesagt, ich habe einleitend gesagt, wir legen vielleicht die Schwerpunkte etwas anders. Das ist so, aber der Politikbereich ist beschrieben. Ich kann aber sagen, was mir gefällt, nämlich dass es sehr ganzheitlich gefasst wird, von der Regulierung der Finanzmärkte bis hin zur Frage des Wachstums- und Wohlstandsmodells, bis hin zur Frage von Nachhaltigkeit, bis hin zur Frage von guter Arbeit. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Wir haben die Photovoltaikindustrie in Ostdeutschland und deshalb kommen ja auch zum Teil solche Konflikte, wo wir inzwischen einen weitgehend mitbestimmungsfreien Raum haben, wo keine Tarifverträge bezahlt werden, wo sich die Unternehmer scheuen, in den Verband zu gehen, wo selbst im ostdeutschen Niveau schlechteste Tarifverträge bezahlt werden. Und insofern gefällt mir an dem Green New Deal, aber es muss halt sozusagen dann auch Praxis werden, dass diese Verbindung eben hergestellt wird zwischen sozial und ökologisch. Und wie gesagt, wenn es bei euch so heißt in Rheinland-Pfalz sozial-ökologischer Wandel, dann ist es nur gut. Sie hätten jetzt etwas mehr Zeit, noch nachzudenken. Es kann ja nicht sein, dass Ihnen an einem solch umfänglichen Konzept alles gefällt. Was die eine oder andere Ausprägung angeht, wird man wahrscheinlich durchaus zu einer unterschiedlichen Auffassung kommen, was die Realisierbarkeit von Fristen angeht, was die Brauchbarkeit von Instrumenten angeht. Aber darüber ist, glaube ich, Streit mehr als normal und auch legitim. Aber was die Grundzüge angeht, gerade wie es Herr Füchs auch nochmal dargestellt hat, ich glaube, auch gerade mit dem Impetus, es möglichst von allen Seiten zu betrachten, eben genau diese, ich darf wirklich sagen, Genialität des Nachhaltigkeitskonzeptes, nämlich Ökonomie, Ökologie und Soziales, zum Kompromiss zu zwingen. Man sagt das immer so leicht, aber was das dann wirklich in der unternehmerischen Praxis bedeutet, wenn wir über eine Investition streiten, darüber ist vielleicht gar nicht immer alles so den Leuten bewusst, wenn mal wieder am Ende gesagt wird, das reicht doch nicht oder was auch immer. Also genau dieses Zwingen zu einem Ausgleich, das ist ja eigentlich das,
was wichtig ist, und zwar sowohl auf der Makro- wie auf der Mikroebene. Und ich glaube, das ist durchaus auch der positive Impuls, der daraus entstehen kann. Und ich verhehle natürlich auch nicht, dass es mir sehr darauf ankommt, dass man wirklich in der Tat sagt, das Wachstum muss eine andere Richtung in Bezug auf Nachhaltigkeit bekommen. Aber wir können eben nicht auf Wachstum verzichten. Solange eben die Ressourcen in der Welt so ungleich verteilt sind, so unglaublich ungleich verteilt sind und eben von den heute Lebenden, aber auch von den 2 Milliarden zukünftig bald dazukommenden, alle Energie wollen, alle Wohnung wollen, alle Gesundheit, Bildung, Mobilität wollen, dann kriegen wir das nicht anders als wachstumsbezogen hin. Dieses Wachstum, glaube ich, können wir mit unseren Kompetenzen, mit unserer Technologie deutlich in eine Richtung lenken, die diesen Ansprüchen genügt. Aber wichtig ist, glaube ich, schon doch diesen globalen Perspektivansatz zu wählen. Nachhaltigkeit wird global sein oder sie wird scheitern. Das muss uns klar sein. Und sehr, sehr häufig habe ich schon Diskussionen hier in Deutschland, die sich nur sozusagen um unsere Achse drehen. Und das wird nicht ausreichen. Und ich glaube, diese Öffnung, die wäre mir schon auch noch wichtig dabei. Durch die Assoziation mit dem Konzept, wie es in den 30er Jahren in Amerika entstanden ist, ist es ja schon angelegt. Also wie gesagt, vielleicht Streit um Fristen, aber was das Grundsätzliche angeht, damit kann man sicherlich gemeinsam leben. Ist das Wort vom oder ist die Bezeichnung die richtige? Sie klangen mehr so nach New Deal für nachhaltiges Wachstum oder so. Also ich spreche gerne in der Tat von nachhaltigem Wachstum oder auch insgesamt von nachhaltigem Wirtschaften, weil ich glaube, dass das durchaus in der Gesamttendenz das auf den Begriff bringt, aber für eine Kampagne, für eine Mobilisierung mag dieser andere Begriff ansprechend sein. Frau Lemke, es gibt 2 Punkte sozusagen im Prinzipiellen, die sozusagen in der zwischen wohlgesonnenen Menschen in der Debatte um den Green New Deal umstritten sind. Haben wir eben schon gehört. Das eine ist Zeit, ist vielleicht der wichtigste. Und lassen Sie uns über den vielleicht zuerst mal reden. Und der andere ist dann immer die Frage, wenn wir das alles machen, haben wir dann noch Wachstum oder nicht? Und müssen wir Wachstum haben? Aber bleiben wir mal bei der Zeit. Dieser Green New Deal oder ein ähnlich gelagertes, großes Wendeprojekt, ist darauf angewiesen, dass es schnell passiert, weil sonst alle Grundlagen wegfallen. Da müssen wir wieder einen ganz anderen Deal machen. Gleichzeitig sagen aber Leute wie Pretorius, ich finde das prima, nur über die Fristen müssen wir uns mal unterhalten. Ist es aber, wenn wir einen Green New Deal machen, sagen wir mal +10, wir schreiben überall +10 Jahre dran gegenüber dem Ursprungskonzept, ist es dann überhaupt noch ein tragfähiges Konzept? Also der Green New Deal gefällt mir deswegen so gut, weil er darauf setzt, dass natürlich die Akteure auch das Tempo bestimmen. Und das ist ja tatsächlich auch das, was passiert. Die Akteure bestimmen das Tempo. Wir haben hier keine Planwirtschaft, das wird nicht verordnet, das kriegen wir nicht hin. Das ist schon mal gescheitert, das Modell. Und der Green New Deal ist kein planwirtschaftliches Modell. Ich werde das natürlich oft gefragt, wie macht ihr das in Rheinland-Pfalz? Wir haben ja Kennziffern dafür, wann wir welchen Ausbau bei Windkraft und Wasser und was weiß ich was alles haben wollen und wie viel CO2 wir sparen wollen. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es ja auch schon ein Klimaschutzgesetz, wo drin steht, welche CO2-Einsparziele man erreichen will. Aber tatsächlich haben wir noch nicht mal definiert, was heißt überhaupt Effizienz. Gibt es Kennziffern, statistische? Gibt es nicht. Gibt es in unserer ganzen Bundesstatistik, Landesstatistik, haben wir überhaupt nicht im Kopf. Wir haben das nicht gefasst, aber das müssten wir haben, wenn wir das mal mit dieser Zeit irgendwie in Verbindung bringen wollen. Und wenn wir sagen würden, wie definieren wir denn das überhaupt? Ne? Das ist sehr akademisch und da sage ich an der Stelle schon mal, okay, ich habe zwar auch studiert, aber da bin ich nicht der Akademiker, da bin ich Pragmat. Da möchte ich doch lieber rausgehen ins Land und mit meinen Akteuren ganz konkret ein paar Weichen stellen, damit wir das mal machen, was da notwendig ist, weil wir haben ja keine Zeit, also auch in meinem Empfinden nicht. Und wie kriege ich die Akteure, und das ist die Herausforderung für die Politik, so schnell in Aktion gesetzt und mobilisiert, dass sie erkennen, ich muss etwas tun, und zwar jeder Einzige. Ich mache fast keine Veranstaltung, wo ich rausgehe und nicht jeden Einzelnen fragen könnte hinterher, was ist das, was Sie oder was du, was ihr tut, wenn ihr rausgeht und ihr fragt, was ist dein, euer Beitrag, den ihr leistet, ganz persönlich zu dieser großen Transformation. Da kann sich jeder etwas vornehmen. Und ich wünsche mir sehr, dass jeder das auch tut. Das könnte zum Beispiel sein,
Standby am Fernseher auszuschalten. Das heißt wirklich mal einen Knopf zu drücken oder den Stecker zu ziehen. Ja? Wenn wir alle das ausschalten würden, ein AKW wäre abgeschaltet. Das ist so ein nettes kleines Beispiel, wo man sagt, jeder Akteur muss sich das überlegen. Oder den Bürgermeister zu fragen, der vielleicht an einem Standort mit seiner Kommune liegt, die nicht so viel Wind hat und der sich das gewünschte Windkraft, die Windkraftanlage da nicht hinbauen kann, zu sagen, such dir einen Akteur, melde dich in meinem Ministerium, wir sorgen dafür, dass sich Netzwerkstrukturen bilden, damit sich jemand findet in einem Gebiet im Hunsrück oder woanders im Westerwald, wo es viel Wind hat. Und dann tut ihr euch zusammen und macht ein gemeinsames Projekt und wir sorgen dafür, dass beide Kommunen profitieren können, die da oben in der Höhenlage und die da unten, die nicht so viel Wind hat. Und sorge dafür, dass die Akteure in Bewegung kommen, weil sie merken, sie können profitieren und wir erklären das. Das heißt, wir brauchen dafür ganz klare Instrumente. Was nutzen wir bei uns? Die Landesplanung gehört zu meinem Ministerium, gehörte vorher nicht ins Wirtschaftsministerium. Wir haben diese Landesplanung reingeholt in das Ministerium, weil wir mit der Planung lenken können, weil wir mit ihr ordnen können. Genauso wie wir zum Beispiel den Bereich der Rohstoffwirtschaft rausgeholt haben aus dem Umweltministerium. Wir haben genauso gesagt, diesen Bereich der Daseinsvorsorge, Recyclingentwicklung, Frage, wenn wir über Abfallrecht reden, das müssen wir nochmal unter diesen Gesichtspunkten der Ressource betrachten. Also das sind Wirtschaftsansätze, da müssen wir Märkte rausbilden und da müssen wir mit den Akteuren diese Märkte identifizieren. Genauso wie der Bereich Innovation, Technologie über die Clusterpolitik, die wir betreiben, bei uns ein ganz klares Instrument mit Akteuren ist. Das heißt, wir haben keinen Rahmen, wie man ihn früher volkswirtschaftlich hatte, in dem man gesagt hat, ihr habt viel Geld, das haut ihr raus und jetzt wird Betonpolitik gemacht und Straßen gebaut. Nein, wir geben das Geld in Forschung, in Netzwerkarbeit, in gute Beratung. Da geht bei uns das Geld hin, in gute Begleitung, in gute Führung und immer wieder in Aufklärung, warum es für jeden Akteur interessant sein kann, doch seinen Beitrag zu dieser Transformation zu leisten. Und deswegen vielleicht fragte Ralf Füchs das ja am Ende der Veranstaltung mal ab, bei jedem Einzelnen, was haben Sie sich vorgenommen, für diese Transformation zu leisten? Was ist es, was Sie ganz individuell tun und wo Sie vielleicht auch noch jemand anders dann drin mitnehmen? Meine Damen und Herren, verlassen Sie jetzt nicht sofort den Saal, bitte. Bleiben Sie. Herr Füchs wird das nicht tun, keine Angst. Nein, Frau Lemke, sollte die ökologisch-soziale Wende rechtzeitig gelingen, so in etwa nach Maßgabe des Green New Deal, können Sie den Menschen dann noch eine wachsende Wirtschaft versprechen oder nicht mehr? Also dieser Begriff des Wachstums, wie er immer verwendet wurde, auch jetzt von Ihnen, das ist einer, den ich begreife als einen Ausbeutungswachstum. Also gerade mit Blick auf die Frage, wo kommen Rohstoffe her, wie werden Rohstoffe gewonnen, wer profitiert von den Erlösen der Rohstoffe, an welcher Stelle, dann stellen wir immer wieder fest, dass wir gerade bei der Rohstoffverteilung die allergrößten sozialen Ungleichgewichte haben. Wenn ich mir jetzt diesen Bereich der seltenen Erden nehme, der ja neu ist, in jedem modernen Auto, was Sie heute ja herstellen, sind bis zu 120 Mikrochips drin. Da brauchen Sie eine ganze Menge von diesen seltenen Erden und die Frage, wie werden die gewonnen in Indien und in China und in der Mongolei, zum Teil mit Kinderarbeit unter Bedingungen, die wir alle nicht erfreulich finden. Dann ist doch die Herausforderung, entweder ein Auto so zu bauen, dass man diese Mikrochips nicht braucht oder andere Mikrochips, die diese seltenen Erden nicht brauchen, damit wir nicht Kinderarbeit oder ein Versorgungsproblem in anderen Teilen der Welt mit unterstützen. Ich finde, solange wir noch wachsen und auch produzieren, Produkte herstellen, in Umlauf bringen, haben und diese Verteilungsungewichte da reinkriegen, betrachte ich den Begriff Wachstum unter der BIP-Komponente, ich habe es eben eingeführt, Bruttoinlandsprodukt mit den statistischen Hintergrundzahlen, die dafür notwendig sind, als absolut ungeeignet, weil es diese sozialen Verteilungskomponenten und andere auch nicht berücksichtigt. Es spiegelt nicht wider, sind wir gesund, haben wir eine gute Ausbildung, wie lange leben wir, haben wir Zähne im Mund. Ja, also es spiegelt so viel nicht mit, was auch den Wert in einer Gesellschaft ausmacht, dass diese Zahl nicht geeignet ist und die Kennziffer nicht. Und deswegen, wenn ich mir Wachstum vorstelle, dann stelle ich mir ein Wachsen auf dieser Welt so vor, dass wir dahingehend wachsen, dass sich Arm und Reich, der Unterschied immer kleiner wird, immer
weiter zusammenrückt. Das bedeutet für mich Wachstum, immer mehr gesunde Menschen. Und ein Wachstum würde für mich auch bedeuten tatsächlich, dass wir nicht mehr Menschen werden auf dieser Welt, sondern dass das Ganze von alleine zum Stagnieren kommt. Wir wissen, in gesunden Gesellschaften, in reichen Gesellschaften nimmt auch die Kinderzahl, die Geburtenrate ab. Und wenn wir diesen Punkt erreichen, dann, glaube ich, sind wir viel mehr gewachsen, als wenn wir nur über die Frage, wie viel Autos produzieren wir, diskutieren. Herr Allesbach, darf ich die Frage noch mal etwas präziser stellen und ohne in diese BIP-Diskussion hineinzukommen? Glauben Sie, dass sich die ökologische Wende, die rechtzeitige ökologische Wende, mit einem weiteren Wachstum an Wohlstand verbinden lässt? Ja, ich halte das Verdienst der Postwachstumsdebatte ist es, auf die Gefahren von Wachstum hinzuweisen. Das ist das große Verdienst. Trotzdem glaube ich, brauchen wir weiterhin Wachstum. Allerdings nicht blindes Wachstum, weil man muss natürlich auch sehen, dieses Wachstumsversprechen, das gegeben wurde, wurde ja nicht eingehalten. Es hat ja nicht zum Wohlstand von vielen geführt, sondern die sozialen Desintegrationsprozesse in dieser Gesellschaft haben eher zugenommen, trotz Wachstum. Und richtig ist es, dass man, aber da wäre sozusagen mal die Zeit, von der Debatte sozusagen zu praktischen Schlussfolgerungen zu kommen, dass man Wachstum nicht allein am Bruttoinlandsprodukt, an ökonomischen Kennziffern misst. Das ist klar und es ist sehr dezidiert entwickelt worden von Stieglitz, die Stieglitz-Kommission in Frankreich, wo man sagt, gut, was steht denn im Mittelpunkt? Und das ist die Frage, über die man diskutieren muss. Und das hat auch mit der Frage zu tun, die Sie gestellt haben, nämlich die nach Bewusstseinsänderung. Was ist denn das gute Leben? Was zeichnet denn das gute Leben aus und wie messen wir daran, was ist der Beitrag der ökonomischen Entwicklung an einem guten Leben für alle? Und das lässt sich tatsächlich nicht allein am BIP oder an ökonomischen Kennziffern messen, das lässt sich messen sozusagen an der Quote von Bildungsarmut und so weiter und so fort. Und die große Kunst wird sein, da jetzt ob das eine Kennziffer ist, ob das, wie auch immer diese Berichterstattung aussieht, eine Berichterstattung zu haben, eine gesellschaftliche Berichterstattung, die sozusagen diese Gesamtheit zum Ausdruck bringt. Ja. Aber dazu ist auch, Wachstum ist da kein Hindernis, sondern ich glaube, wir brauchen auch weiterhin Wachstum. Ich glaube, wir brauchen auch industrielles Wachstum in diesem Land, um die ökologischen Probleme zu lösen, um gutes Leben zu ermöglichen. Und klar ist, noch ist die Industrie Teil des Problems. Aber sie verfügt auch über Technologien, um sich sozusagen diesen Herausforderungen zu stellen. Und da muss man hin. Herr Pretorius, noch zu dieser Fragerunde, bitte. Ganz gut. Sicherlich sind wir in einigen Fragen, um den Begriff aufzunehmen, Teil des Problems, aber ich denke, entscheidend ist, dass wir Teil der Lösung sind, weil wir eben wirklich die Technologien entwickeln können. Und es gibt keine andere Institution im Lande, wenn wir das eben so organisieren, wie wir es organisieren, die das uns abnehmen könnte. Also wir können die Innovationen organisieren und wir müssen gucken, dass sie durchgesetzt werden, hoffentlich mit stabilen Rahmenbedingungen, sodass eben auch alle Voraussetzungen in puncto Ausbildungsneuorientierung und so weiter gegeben werden kann. Die Kritik am BIP ist offenkundig, die kann jeder hier auch teilen. Aber eine Alternative zu finden, ist ein bisschen schwerer, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Denn es gibt bei allen Alternativen, die entwickelt worden sind, auch ganz erhebliche Schwierigkeiten damit umzugehen, wenn es denn praktisch werden soll. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir diese Diskussionen national und international führen. Aber wie gesagt, die Kritik ist relativ einfach. Eine Alternative ist eben so einfach noch nicht hingekommen. Ich wollte nur ein Stichwort noch sagen. Ich fand es ein bisschen zu salopp vielleicht gesprochen, Frau Lemke, dass Sie mal so kurz insinuieren, dass eben durch ganz bestimmte Technologien die Kinderarbeit in die Lieferkette von Volkswagen einfließt. Das stimmt einfach schlichtweg nicht. Wir haben eben, was unsere Zulieferer angeht, extrem klare Vorgehensweisen, was ökologische, soziale Standards angeht. Und dass das bei einer hohen Zahl an Zulieferern auch mal zu Problemen führen kann, die dann bei uns sofort in einem Expertenteam aufgebracht werden und gelöst werden, das kann ich Ihnen sagen. Ich kann vielleicht auch mal ganz kurz sagen, das geht dann über meinen Schreibtisch, viele Anfragen von NGOs, gerade auch in Bezug auf Zulieferer. Einer kam neulich mal, dem sind wir nachgegangen. Da hieß es also, dass eben ein Zulieferer war kein Zulieferer, sondern war ein in der dritten, vierten Kette in Malaysia, wo angeblich eben etwas nicht, dem sind wir
direkt nachgegangen. Wir konnten nachweisen, dass in dem Falle wirklich die Anschuldigungen völlig haltlos waren. Es wurde dann und es musste dann in Malaysia sogar eine Anzeige geschaltet werden von demjenigen, der die Anklagen gemacht hat, wo er sich gegenüber diesem Zulieferer entschuldigt. Da ging es um Arbeitsbedingungen. Also wir gehen damit sehr sorgfältig um und wir versuchen in jedem Falle, dass da keine Sachen auftauchen. Und deswegen fände ich es nicht so gut, wenn Sie das mal so ganz en passant, wie Sie es jetzt gemacht haben, tun. Das würde Ihrem Zulieferercluster auch nicht passen in Rheinland-Pfalz. Deswegen hat sie es ja auch bei einem niedersächsischen Konzern gemacht und nicht bei einem rheinland-pfälzischen. Meine Damen und Herren, jetzt sind Sie aber endgültig dran. Wir haben uns hier oben mit einer, wie ich fand, spannenden Debatte etwas länger aufgehalten als versprochen. Jetzt zu Ihren Fragen und Anmerkungen, bitte. Der junge Mann hier mag anfangen. Das Mikro kommt. Und wenn Sie netterweise kurz sagen, wer Sie sind. Ja, hallo, Johannes Geibel, mein Name. Ich studiere VWL in Berlin. Die Frage war ja vorher, wie bewerten Sie den Green New Deal? Fehlt Ihnen da was? Und da war ja eine große Zufriedenheit da. Mir fehlt wirklich was und mir fehlt ein gewisser Fokus auf die Produktion. Auf die Produktionsseite, wie stellen wir eigentlich Produkte her? Welche kann man die Ressourcen, die in diese Produkte reinfließen, wieder recyceln oder findet permanent nur ein Downcycling statt? Um es mal sehr klar zu sagen, wenn wir immer von diesem Effizienzbegriff reden, wenn ich mein Kind fünfmal die Woche schlage, was Falsches tue und es jetzt nur noch zweimal die Woche schlage, dann ist das immer noch schlecht. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für die Produktionsprozesse. Wenn wir einfach nur ein bisschen weniger Materialien verwenden, aber die Materialien aus den Produkten nicht wieder recycelt werden können, dann ist das immer noch nicht gut. Von daher müssen wir, glaube ich, da dringend dran. Gehe ich natürlich gerne direkt drauf ein, weil das aus meiner Auffassung und auch dem, ich habe auch mitgearbeitet an einem Antrag, den wir nächsten Bundesparteitag entsprechend stellen werden mit dem Bundesvorstand. Natürlich das Thema Downcycling eins ist, da bin ich ganz bei Ihnen, das darf so nicht sein, wenn wir effizient wirklich Stoffstrommanagement betreiben. So heißt das auch bei mir im Ministerium. Dann ist das ein Management von Stoffströmen und nicht von Downcycling und rausnehmen. Ja? Das ist natürlich das Ziel, aber das muss man auch erarbeiten. Ich will Ihnen sagen, ich bin an zwei Stellen auch noch nicht ganz zufrieden und ich glaube, dass wir nachsteuern müssen. Ich habe das vorhin erwähnt. Das eine ist die Frage, wie wir zum Beispiel das EEG fortschreiben. Also wenn wir einen Transformationsprozess begleiten, dann werden wir auch in diesem Prozess, das erleben wir auch jetzt schon, Preissituationen erhalten, die äußerst unbefriedigend sind, die aber auch natürlich zu der Umsteuerung dazugehören. Also wir haben als Beispiel immer noch, das kennen Sie, wenn ein Großstromverbraucher da ist, von den großen Oligopolisten Rabatte, Mengenrabatte auf Strom aus fossilen Brennstoffen. Das ergibt sich ganz einfach, wenn Sie Volkswirt sind, dann wissen Sie das, so Betriebswirte auch, Grenzkosten, die gestalten ihre Preise nach ihren Grenzkosten und insbesondere dann, wenn man ältere Anlagen hat, ist es noch besonders günstig, dann kann man auch Mengenrabatte geben. Das ist sozusagen die Preisgestaltung, wie es herkömmlich war. In der Zukunft werden wir Kapazitätsmärkte haben. Das heißt, wir haben dann, wenn viel Wind weht, wenn die Sonne scheint, dann haben wir auch mal sehr viel Strom. Und da ja jetzt auch der Strom an der Börse in Leipzig schon gehandelt wird, haben wir mitunter, wenn viel davon da ist, sogar negative Preise an der Börse in Leipzig. Das sind zwei völlig unterschiedliche Regelungsmechanismen, die im Moment noch nicht ganz zusammenpassen, wo wir natürlich überlegen müssen, welche Rolle spielt das EEG in diesem Umsteuerungsprozess und wird das EEG auch genau dieser Schwierigkeit gerecht? Im Moment wird es dieser Schwierigkeit nicht gerecht. Das heißt, wir haben hier eine Aufgabe vor uns und die müssen wir lösen. Die ist im Moment noch ungelöst. Bis 2013 brauchen wir dazu einen konkreten Vorschlag. Das Zweite, was wir brauchen, ich habe es eben angedeutet, das ist die Frage, wie definieren wir Effizienz? Das hat auch was mit Stoffströmen zu tun. Wie definieren wir das Einsparen und das Effizienz steigern, sodass wir es auch packen können, mal politisch und auch in einem Rahmen. Es gibt ja verschiedene Versuche, wie zum Beispiel ein Wärmegesetz, das man eigentlich auch noch machen will, um Wärme auch
optimal zu nutzen, was ja nicht der Fall ist. In vielen Industrieanlagen, in Produktionsprozessen entsteht Wärme, die überhaupt nicht benutzt wird, die wird verschwendet, die geht einfach in die Umwelt. Da muss man natürlich auch noch einen Rahmen haben, aber der ließe sich auch besser packen, wenn man dafür die entsprechenden Kriterien noch einführen würde. Insofern, das sind jetzt nur mal zwei Beispiele, aber das sind zwei riesige Beispiele, die eine wahnsinnige Lenkungswirkung, Steuerungswirkung auch in diesem Paket haben würden. Es gibt noch eine Reihe anderer, die man immer wieder auch aufführen muss, an die wir immer wieder ran müssen, inklusive, entschuldigen Sie, aber ich bin dann immer, Tempolimit ist auch immer noch ein Thema, über das wir wieder reden, gelegentlich. Es gibt viele kleine Steuerungsinstrumente, es gibt viele große, es gibt welche, die haben eine Akzeptanz und es gibt welche, die haben keine Akzeptanz. Tempolimit ist so eins, das hat eben auch keine Akzeptanz. Wenn man das anspricht, ja, sehen Sie schon, gucken alle gleich so, oh, schon wieder, ne? aber insofern haben wir Grüne da ja auch gelernt, ich packe gerne an, habe eben gesagt, das Wichtigste zuerst, auch das Größte zuerst, das, was am meisten bringt zuerst. Und das haben wir auch gelernt in diesem Prozess. Ich glaube, der Green New Deal bildet das noch relativ gut ab. Was macht sozusagen hier eine Masse, damit wir auch auf Tempo kommen und in der Zeit bleiben können? Und da haben wir schon die wichtigsten Kriterien angepackt. Jetzt nochmal sich dem Thema der Stoffströme und auch der Chemie, der anderen Chemie zu widmen, ist da genau richtig. Ich glaube, Sie haben noch viel Gelegenheit im Workshop dazu auf den Punkt zu diskutieren. Die nächste Frage bitte. Ja, also mein Name ist Kathi und ich komme auch aus Berlin und studiere dort auch VWL. Ja, ich hätte darf ich nochmal, Entschuldigung, dazu, wie viele Leute sind hier VWLer oder studieren das? Einige, sehr gut. Ich sage ja, das nur, weil ich auch einer bin. Bitte sehr. Okay, wunderbar. Gut, also ich möchte jetzt diese ganze Sache mit der Wachstumsdebatte erstmal außen vor lassen und mich eigentlich nur auf diese Konsumentenfrage eigentlich beschränken, weil ich glaube, dass das Problem ist, das Grundsätzliche, dass der Mensch allgemein eben ein ziemliches Gewohnheitstier ist. Also heutzutage wird ja auch gerade im Marketing und in der Forschung und sowas sehr stark eben auf die Konsumenten gesetzt, wird sehr stark irgendwie Märkte befragt und alles Mögliche. Und da kommen dann natürlich meistens redundante Sachen raus, weil die Leute, die wiederholen immer das, was sie schon kennen. Also da kommen keine neuen innovativen Ideen, zumindest nicht in der Gesamtheit, im statistischen Mittel. Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass sich viele Firmen auf die Konsumentenmeinung verlassen und gar nicht irgendwelche echten revolutionären Innovationen erfinden, sondern irgendwie nur an so kleinen äußerlichen Designideen rumdoktoren und sowas. Und das ist halt, ich denke halt, dass was halt wirklich wichtig ist, dass man sich halt auch wirklich Fachkräfte verlässt innerhalb der Firmen, die auch vielleicht da besser Bescheid wissen, wie man zum Beispiel auch Autos zum Beispiel entwickeln kann, die eben wirklich weniger verbrauchen, weil vielleicht ist es den Konsumenten nicht das Erstwichtigste. Und ich denke, dass das Marketing, das uns heutzutage so viele Produkte verkaufen kann, die man eigentlich gar nicht braucht, auch diese Produkte verkaufen können muss, die wirklich nötig sind. Und das muss einfach sich in die Richtung entwickeln. Und ich denke, dass Marketing eigentlich auf die Dauer eben auch Qualität verkaufen muss. Ich glaube, das Thema mit dem Konsumenten ist wirklich eines, was ganz, ganz schwierig anzugehen ist. Wir haben ja in der Ökonomie auch den schönen Begriff der Konsumentensouveränität. Natürlich wissen wir auch alle, was es für Instrumente gibt in den verschiedensten Fachdisziplinen. Aber wenn man es mal runterbricht, muss man auch ganz deutlich doch sehen, was möchte man wirklich auch erfahren dabei. Und es gibt bestimmte Dinge sicherlich, von denen eben es schwer ist, dann auch wieder runterzukommen. Es gibt den berühmten Ratchet-Effekt in der Ökonomie, kennen Sie vielleicht, und deswegen tut man sich eben wirklich in der Tat schwer, bei bestimmten Dingen sich völlig wieder umzustellen. Das haben Sie mit dem Begriff des Gewohnheitstiers beschrieben. Da muss man gucken, dass man wirklich dann bessere Lösungen findet. Ich glaube, ein Unternehmen ist durchaus in der Lage, genau diese Spannungsverhältnisse aufzubauen, nämlich mit den Ingenieuren das zu entwickeln, was eben an Neuigkeiten möglich ist, aber es muss eben am Markt auch mitgenommen werden. Ich glaube, es hilft nichts, wenn wir jetzt immer nur sozusagen wechselseitig
mit den Fingern aufeinander zeigen. Es ist sicherlich auf der einen Seite, um es auch mal ganz deutlich zu sagen, Sie haben den A2 angesprochen, das 3-Liter-Auto hatten wir eben auch vor 10 Jahren, das hatten wir. Das ist auf der einen Seite am Markt nicht so angenommen, wie es angenommen werden sollte. Durchaus haben wir sicherlich in dem Zeitpunkt auch den ein oder anderen Fehler im Marketing oder in der Preisgestaltung gemacht. Das wird diesmal anders aussehen, wie Sie ja sehen, mit dem Up, den wir jetzt eben vorgestellt haben, als ein neues kleines Fahrzeug. Das heißt, es gibt durchaus, ja, auch Frau Lemke redet auch immer ziemlich lange, ich darf da auch den ein oder anderen Gedanken zu Ende führen, oder? Und ich darf Ihnen mit Blick auf die Uhr als bescheidener Moderator nur signalisieren, dass wir die Schlagzahl, wir sind hier in Hamburg, ein Mutterbegriff, etwas erhöhen müssen. Will gerne aufhören. Mir geht es nur darum, deutlich zu machen, es hilft uns nichts, in so einem wirtschaftlichen Kontext immer sozusagen von der einen Seite der Akteure auf die andere zu schieben. Es geht, glaube ich, nur in einem wettbewerblichen Prozess, bei dem auf der einen Seite die Unternehmen wirklich die Möglichkeit haben, das eine oder andere Neue reinzuschieben, aber sie müssen immer gucken, wie kann man da auch den Konsumenten mitnehmen. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man dabei wirklich ziemlich Schiffbruch erleiden. Und ich will es auch mal sehr deutlich sagen, wenn wir zum Beispiel den neuen Golf lancieren, dann hängen davon Regionen ab, dann hängen davon hunderttausende Familien ab, dann zittert der Vorstand und der Betriebsrat, klappt das denn? Das muss man sich auch mal überlegen in so einer Situation. Es wird immer mal so locker gesagt, ach, machen wir mal was Neues. Das sind wirklich Dinge, die eine enorme wirtschaftliche Wirkung haben. Und glauben Sie mir, in einem Unternehmen wird verdammt verantwortlich mit so etwas umgegangen. Frau Lemke, bitte zeigen Sie, dass Sie als Politikerin auch kurze Antworten geben können. Okay. Ich glaube, das war das, was Herr Pretorius so in etwa gesagt hat. Also Weizsäcker hat immer gesagt, empfehle noch mal zu lesen, Preise sollen die ökologische Wahrheit sagen. Und es gibt am Markt zwei Mechanismen, die entscheiden, ob Sie mit Ihrer Innovation sich durchsetzen oder nicht. Nämlich erstens der Preisdruck, der von außen wirkt, und zweitens die technische Marktdurchdringung, also die Marktreife. Wenn man sagt, der Preisdruck ist ausreichend groß, zum Beispiel, weil die Ressource Öl zu Ende geht und in diesem Winter wir Preissteigerungen aus dem Rohöl- und Gassektor von 30-50% erwarten dürfen, dann wird dies ein volkswirtschaftliches Phänomen sein, was entsprechend hier mal auf die Zeitschiene drückt und dann jeden in Bewegung setzt, der nämlich dann merkt, ich kann vielleicht nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil es einfach zu teuer wird. Und der wird sich dann ein Fahrzeug oder eine Mitfahrgelegenheit suchen, die erheblich preisgünstiger ist. War das kurz genug? Meine Damen und Herren, die nächste Frage, und wir bleiben bei dem Versuch, wie gesagt, Schlagzahl erhöhen, damit alle noch drankommen, die was zu sagen haben. Bitte sehr. Okay, danke schön. Peter Schmidt, mein Name, Potsdam Institut für Klimaforschung. Frau Lemke, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie Sie das eben erklärt haben, Akteure mitnehmen, integrieren. Sie haben am Anfang erwähnt, dass Sie derzeit vor allem bei der Transformation im Energiebereich 4 große Verlierer sehen. Wenn Sie jetzt in den Green New Deal setzen, das wird alles ein bisschen realistischer und in der Zukunft, was ist denn die Rolle eigentlich dieser 4, die Sie am Anfang so betrachtet haben als die Verlierer? Was wäre denn so die Rolle von denen in einem künftigen Konzept? Ja, die werden unbundled werden. Das hat ja auch die EU vorgesehen. Das heißt, sie werden sich einreihen in eine Vielzahl von Mitbewerbern auf dem Energiemarkt. Toll. Ich bin der Moderator ist restlos begeistert. Bitte sehr. Ja, hallo. Ich versuche es auch mit einer kurzen Frage. Dorothee Landgräbe, die Ökologiereferentin der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich ja total, dass die Automobilbranche den Green New Deal so toll findet. Ich würde mich allerdings wünschen und frage auch, warum Sie dann ambitionierte CO2-Standards in Europa blockiert haben oder zumindest verhindert haben, was ja ein wichtiger Bestandteil eines Green New Deals wäre. Und dann eine Frage an alle oder wer Lust hat, vor dem Hintergrund dieser Schuldenkrise und wahrscheinlich eventuell auch bald Wirtschaftskrise, wie kann ein Green New Deal da aussehen oder was für Auswirkungen hat das? Erste Frage an Sie. Kann ich gerne beantworten. Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man mal so mit der einen oder anderen sehr starken Vereinfachung aufhört. Wenn es um solche sehr komplizierten Gesetzgebungsverfahren geht, dann stoßen dort sehr extrem unterschiedliche Interessen aufeinander. Und dann muss ein ziemlich intensiver Aushandlungsprozess
stattfinden und am Ende bestimmt die Politik, in welche Richtung das geht. Ich denke, der Kompromiss, der dort erreicht worden ist mit den 130 Gramm und mit den 95 Gramm 220, das sind sehr forcierte Ziele für uns, die wir aber schaffen können. Und dann haben wir, glaube ich, auch einen sehr signifikanten Beitrag geleistet. Aber Sie müssen dabei sehen, das ist nicht so platt, der eine sagt nein und der andere sagt ja. Sondern dann müssen Sie zum Beispiel mal sehen, dass es eben in Europa erfreulicherweise Länder mit unterschiedlichen Autoindustrien gibt, an denen Hunderttausende von Arbeitsplätzen einschließlich der Zulieferer in Rheinland-Pfalz dranhängen und dass diese berücksichtigt werden müssen, wenn man sehr komplizierte Kurvensteigerungsraten zum Beispiel ausrechnet, weil ja zum Beispiel die Interessen der deutschen Autoindustrie nicht sofort konkurrent sind mit den Interessen der italienischen oder der französischen. Und daraus entsteht dann durchaus mal ein Jahre langer Verhandlungsprozess. Wichtig ist, am Ende kommt ein Ergebnis heraus. Dieses Ergebnis ist verlässlich, so dass die Autoindustrie auch dann wieder 5 Jahre damit planen kann. Und dann werden wir auch die Lösungen dafür liefern. Manchmal sind mir diese Schwarz-Weiß-Betrachtungen in Politik beschäftigt leider wirklich nicht so, wie es eben in der Wirklichkeit mit diesen extremen unterschiedlichen Interessen eben der Fall ist. Aber die deutsche Politik hat sich ja völlig nach Ihnen gerichtet da. Das war ja also nicht schwarz-weiß, sondern nur noch schwarz sozusagen. Die zweite Frage geht an Sie. Der Beitrag eines Green New Deals zur europäischen Schuldenkrise, das Problem, das wir gegenwärtig erleben, ist, dass alles sozusagen auf die Frage der Schuldenlast, der Sparpakete gerichtet wird. Ein Land kann sich auch kaputt sparen und es wird das Problem nicht lösen. Und alle Konzepte, die vorgeschlagen werden, beispielsweise auch Eingriffe in das Tarifvertragssystem, in dem man sozusagen Länder auffordert, sich tarifvertraglich an die wichtigsten Handelspartner zu halten, wie das in dem Pakt, in dem Europakt von Merkel und Sarkozy vorgesehen ist, geht in die falsche Richtung. Was die IG Metall vorschlägt, ist ein Marshallplan für Europa, beispielsweise ganz gezielt Investitionen in erneuerbare Energien, um sich eben diesem Problem dann auch zu widmen und Konjunkturimpulse zu geben. Frau Lemke, da darf ich vielleicht auch Sie noch mal fragen. Ist diese Finanzkrise, Schulden- und Finanzkrise, eine Behinderung einer ökologischen Wende? Ist sie vielleicht gar, wenn man es richtig anfasst, dazu geeignet, eine ökologische Wende zu befördern? Wo liegt der Zusammenhang zwischen den beiden? Ja, in jeder Krise eine Chance, das kennt man. Klingt so abgedroschen, ja? Aber ich finde, das trifft voll zu, weil uns werden die Probleme hier deutlich. Wir haben in Europa keine Finanzregierung, wir haben keine Wirtschaftsregierung, wir haben keine Werkzeuge. Wir brauchen Werkzeuge. Diese Krise wird den Druck so erhöhen und in der Krise denkt man in der Regel nach und einmal mehr nach. Die Wirtschaft tut das, die Gesellschaft tut das, wir alle werden uns da also nochmal neu aufstellen. Mit diesem stärkeren Druck werden wir über diese Fragen nachdenken und ich bin sicher, dass das ein Prozess sein wird, der das Ganze beschleunigt. Die Frage ist also nicht Green New Deal ob, sondern dann nur noch schneller. Darf ich nur 2 Sätze dazu sagen? Ich würde es gerne auch so sehen, wie Sie sagen. Ich will aber auch ein bisschen Realismus hineinbringen. Es ist völlig klar, wenn die sozialen Spannungen zunehmen, wenn uns das Ganze wirklich sozial um die Ohren fliegt, um es ein bisschen salopp zu sagen, dann sind das keine guten Zeiten für Ökologie. Wir werden es sein. Der Preisdruck wird was anderes zeigen. Die nächste Frage bitte. Karin Heuer von der Heinrich-Böll-Stiftung Hamburg. Ich glaube, wir wissen alle, dass im nächsten Jahr zur Sicht der Umwelt- und Entwicklungsgipfel von Rio de Janeiro zum 20. Mal jährt. Der Begriff Nachhaltigkeit fiel ja hier auch schon als Pendant zum Green New Deal. Wenn ich richtig informiert bin, dann hat sich in den 20 Jahren nicht so wirklich was, zwar im Einzelnen, aber nicht im Großen global zum Besseren gewendet. Ich glaube, die Armut hat zugenommen, beziehungsweise die Schere zwischen Arm und Reich ist größer geworden, die Bevölkerung ist gewachsen. Die Klimakatastrophe lässt sich nicht eindämmen, weil der CO2-Ausstoß auch nicht zurückgeht, jedenfalls nicht global. Mich würde interessieren, wie Sie, vielleicht alle oder speziell auch Frau Lemke, mit welchen Argumenten Sie den Leuten begegnen würden oder antworten würden, die behaupten, dass das, was wir hier versuchen in Deutschland oder auch in Europa mit dem Green New Deal zu erreichen, dass die Leute sagen, dass das alles nichts ist gegen den berechtigten oder unberechtigten Nachholbedarf an Ressourcen, Verwendung und Verschwendung der sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländer?
Bitte. Konkrete Antwort. Ich war gerade vor 2 Wochen in Brasilien. Wir haben Kooperationsverträge abgeschlossen. Diese Länder wachsen ja und die haben jetzt eben diese Ressourcenverbräuche quasi auch vor der Nase liegen. Sie haben aber auch dieselben Problemstellungen, die wir schon haben. Und deswegen holen sie sich natürlich die Rezepte ab. Und sie glauben gar nicht, wie Grüne da gefragt sind. Es sind unsere Rezepte, es sind unsere Ideen. Und es ist natürlich auch der Rahmen, den wir hier gerne vermitteln und mitgeben. Das ist gefragt. Und nur, wenn das zur Anwendung kommt, dann wird es auch funktionieren. Ansonsten werden wir eine erhebliche Problemverschärfung von dem, was Sie eben aufgezählt haben, erleben. Alle zusammen. Bitte sehr. Mein Name ist Schulz, ich bin Lehrer und eine kurze Anmerkung nur an Herrn Pretorius, weil Sie ja von dem verantwortungsvollen Umgang sprachen. Ich war vor gut 20 Jahren mit Schülern in Wolfsburg, war sehr beeindruckt, hauptsächlich beeindruckt von einer Studie von Werkstudenten. Die habe ich wiedergefunden und zwar jetzt mit dem Ab, zumindest was das Äußere angeht. Entwickelt und vorgestellt auf dem Markt wurde seinerzeit allerdings der Phaeton. Das war vor 20 Jahren, so viel zum Thema Zeit. Und an Frau Lemke, ich bin beeindruckt, eine Wirtschaftspolitikerin wie Sie hier heute so zu erleben und zu hören. Mich interessiert, wie Sie eigentlich im Kreis Ihrer Kolleginnen und Kollegen bis hin zum Bundeswirtschaftsminister eigentlich sich dort platzieren, präsentieren und vielleicht sogar behaupten können. Das würde mich sehr interessieren. Behalten wir die Reihenfolge bei, Herr Pretorius. Ich habe das jetzt nicht als eine Frage verstanden, sondern ich habe auf der einen Seite das Lob gehört, dass wir jetzt ihn abproduzieren und es gab so ein paar Bedenken, dass wir den Phaeton produzieren. Ich meine, es gehört beides zusammen, denn beide werden eben verkauft. Und zwar eben mit Wertschöpfungsanteilen aus der Zuliefererkette, die Beschäftigung sichert, in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Wenn wir momentan nur den abproduzieren würden, von dem wir wirklich extreme Zahlen produzieren werden, aber eben auch wieder in Diversifizierung mit neuen Technologien, wenn wir den Erdgasantrieb hineinbringen, wenn wir die Elektromobilität hineinbringen, das alles muss bei uns auf der einen Seite von den Investitionen stimmen, das ist wichtig. Es muss aber auch von den Arbeitsplätzen stimmen. Ich habe vorhin eingangs über den Strukturwandel gesprochen. Wir machen es nicht wie Nokia, um es mal deutlich zu sagen, sondern wir sagen, wir wollen die Arbeitsplätze erhalten, selbst wenn wir einen extremen Strukturwandel durchziehen. Und dann müssen wir immer gucken, kommt ein neues Modell, was bedeutet das an Arbeitsplätzen bei uns, was bedeutet das an Arbeitsplätzen bei den Zulieferern. Und dann geht es nicht so, dass man einfach mal den Schalter umdrehen kann, sondern dann sind das sehr, sehr langfristige Prozesse. Und ich glaube, die Geschichte hat gezeigt, dass wir mit diesen langfristigen Prozessen in der Tat verdammt verantwortungsvoll umgehen. Logik gegen Logik, wir haben Sie jetzt mehrfach ausgetauscht, ich glaube auch sehr verständlich. Frau Lemke, Sie sitzen, wenn ich das richtig sehe, mit den Kollegen aus dem Bund und aus den anderen Ländern in 2 Ministerrunden zumindest, oder? Also die Umweltminister und die Wirtschaftsminister. Darauf bezog sich ja auch ein Teil der Frage. Verstehen diese beiden Runden sich oder sind da völlig unterschiedliche Diskurse im Wege, die sich miteinander nicht mal kreuzen? Also in der Wirtschaftsministerkonferenz bin ich noch ein Phänomen, weil ich bin ja auch eine Frau. Und im Bundesrat, ich bin auch Bundesratsmitglied, werde ich vom jetzigen Vorsitzenden des Bundesrates oder Präsidenten des Bundesrates, Horst Seehofer, immer begrüßt. Da kommt die freche Ministerin. So viel mal dazu. Ansonsten würde ich einfach Sie bitten, die Kollegen bei Gelegenheit mal selber zu fragen. Ich komme persönlich mit meinem Ministerpräsidenten prima zurecht und auch mit den Begegnungen, die ich in der Wirtschaft selber habe. Ganz einfach deshalb, weil ich selber vorher einfach in der Wirtschaft gewirkt habe. Und jetzt muss ich einfach mal ein bisschen auch auf VW zugehen. Ich habe in den 80er Jahren 5 Jahre lang ein Clusterprojekt, was Gerhard Schröder, der noch Ministerpräsident von Niedersachsen in der Zeit war, auf den Weg gebracht hat. Da ging es nämlich darum, Autos zu zerlegen. Und ich habe sprichwörtlich auf dem Schrottplatz gearbeitet, beziehungsweise im Büro des Schrottplatzes. Und wir haben organisiert das Stoffstrommanagement. Zu dieser Zeit war das so, 85, 86, wurden die Autos noch so in Schredder geschmissen. Es kamen riesige Mengen an Schredderschlacke zustande. Da haben wir angefangen, Autoreifen abzunehmen, Fensterscheiben auszubauen, Sitze aufzubauen, Konsolen und das Ganze aufzuschreiben und der Wirtschaft, VW, mit auf den Weg zu geben und zu sagen, wie soll man denn in Zukunft Autos anders bauen, damit man sie auch anders auseinandernehmen kann. Heute arbeite ich in meinem Ministerium sozusagen auch an den Folgen dessen, was wir damals ausgeheckt haben
Und wir versuchen das jetzt eben weiter zu verfeinern und auch auf die Mikrochips noch weiter runterzubrechen. Das heißt, ich weiß in der Regel, wovon ich rede, und das hat dann auch schon mal einen Vorteil. Ja, ehe wir uns jetzt hier alle auf der Bühne umarmen, die nächste Frage bitte. Hallo, ich heiße Sina, ich studiere Maschinenbau in Darmstadt. Meine Frage richtet sich an erstmal die Politik, aber auch die Seite der Industrie. VW wird dieses Jahr in China mehr Autos produzieren als hier in Deutschland. Und wir sind eine Exportnation, nennt man das. Wie wichtig ist überhaupt Deutschland für einen Weltkonzern wie VW, wenn da steht Deutschland als Blaupause? Und was macht die Politik, um die Innenmärkte zu stärken, damit wir nicht so exportabhängig sind? Und die Frage an Gewerkschaft, wo bleibt die Kaufstärke in Deutschland? Zwei Fragen, zwei Antworten. Vielleicht kann ich anfangen mit der Frage, wie sind wir aufgestellt? In der Tat sind mittlerweile bei den 62 Standorten, die wir weltweit haben, die geringe Anzahl in Deutschland und auch die Beschäftigten. Umso wichtiger ist es, dass wir zum Beispiel für die nächsten 4 Jahre 62 Milliarden investieren werden. Und zwar von den 62 Milliarden über 50% an den deutschen Standorten. Da sehen Sie also, wie die Akzente sind, weil wir eben auch deutlich machen wollen, die Technologie muss erstmal hier entwickelt werden, dann können wir eben auch unseren weltweiten Standard halten. Das heißt aber auch eben, um das durchaus auch deutlich zu machen, wir müssen hier in Deutschland die ganze Palette der Fahrzeuge und Produkte anbieten, damit wir eben auf Märkten wie in Brasilien, wie in Argentinien, wie in Indien, wie in China erfolgreich sind. Und zwar eben in der Tat über die ganze Palette. Und die Technologien können wir hier entwickeln und wir müssen hier immer einen Tick besser sein als andernorts. Dann haben wir diese Chance, das zu halten. Ich glaube, wir haben es bislang nicht nur wir, sondern die anderen in der Autoindustrie auch so geschafft. Und deswegen liegt es uns auch daran, dass wir dieses mit einem Maß an Akzeptanz im Rahmen eines Transformationsprozesses durchführen können, wie ich glaube, es notwendig ist, damit man eben in diesem Wettbewerb bestehen kann. Andernfalls wäre das Szenario in der Tat eines des Abschiedes und ich glaube, das will niemand hier. Okay, ich versuche wieder ganz knapp zu sein. Unsere VWLer wissen ja aus dem Grundstudium und der Industriegeschichte, dass die Wirtschaft immer dahin geht, wo auch die Energie und die Rohstoffe zur Verfügung stehen, am besten auch der Kunde gleich noch sitzt. Was dazu führt, dass ja nun auch in der Welt, in China, die Autos sozusagen am selben Standort produziert werden. Und eine Studie der TU Darmstadt uns zeigt, dass wir mehr deutsche Betriebe haben, die nach Deutschland zurückkehren, als im Ausland ihre Produktion aufzubauen, um dann die Produkte wieder nach Europa zurück zu importieren. Diesen Trend gibt es nicht mehr. Und als Gründe wird davor vor allen Dingen ein Grund gesehen. Das ist nämlich die gute Fachkräfteausbildung. Das sind unsere Berufsqualifikationen. Das ist die Tatsache, dass wir hier Menschen haben, die auch in hoher Qualität produzieren können und das in den neuen Märkten häufig einfach nicht der Fall ist. Das heißt, wenn wir das als Stärke erkennen, Sie haben gefragt, was ist das Rezept, wie wollen wir selber stark bleiben, zum einen Marktkraft auch erhalten, natürlich indem wir Arbeitsplätze erhalten, wir erhalten wir Arbeitsplätze, indem wir weiter Fachkräfte gut aus- und fortbilden, uns dieser Innovation stellen, da eben auch von staatlicher Seite her sozusagen den Anschwung, das Geld reingeben und wenn wir den Binnenmarkt, so stärken wir ja auch den Binnenmarkt, wenn wir den Binnenmarkt da weiter stärken, heißt das Identifizieren von Zukunftsmärkten und Zukunftstechnologien, die wir brauchen, um diese Zukunftsprobleme zu lösen. Und ich glaube, der Green New Deal beschreibt relativ punktgenau, welche das sind, wo man da aktiv werden muss. Und wenn wir das verfolgen, das Grundrezept, dann sind wir auch binnenmarktstärkend unterwegs. Herr Walter hat eine schwierige Aufgabe. Er muss uns nämlich sagen, wer die letzte Frage hat. Wer kann ich nicht sagen, aber sie geht wieder an eine Frau. Na gut, dann bin ich ja froh. Sarah Deber vom Wuppertal-Institut. Ich habe eine Frage an Herrn Pretorius. Und zwar haben Sie vorhin gesagt, dass ganze Regionen davon abhängig sind, wenn Sie den Golf zum Beispiel, den neuen Golf vorstellen. Und Sie haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr schwierig ist, eigentlich Veränderungsprozesse durchzuführen, gerade weil so, so viele davon abhängig sind. Und da möchte ich eigentlich nochmal auf die Größe hinweisen. Also inwieweit, und dann ein anderer Punkt, nämlich dass gerade wir immer wieder feststellen, dass die großen Transformationen von unten kommen. Also meine Frage, inwieweit kann eigentlich die Strategie, je größer zu werden, harmonisieren mit verantwortungsvoll voranzuschreiten und große Innovationen
durchzuführen. Also ich würde sagen, das passt nicht, was wir im Energiebereich auch feststellen. Darf ich eben noch eine ganz kleine Frage zu, die kommt mir gerade. Wenn Sie Ihrer eigenen sozusagen Massenlogik, Individualverkehrs- und Massenlogik folgen, haben Sie nicht Angst, dass Sie irgendwann auch mal so enden wie RWE? Das ist ja die dahinterstehende Frage. Nein, ich glaube, es liegt natürlich nahe, gewisse Analogien zu treffen, und dem kann man nur begegnen, indem man eben Fakten sprechen lässt. Fakten sprechen lässt in Bezug auf die Innovationstätigkeit, Fakten sprechen lässt in Bezug auf die Kundenakzeptanz, Fakten sprechen lässt in Bezug auf die Arbeitsplätze. Und alle diese sind in den letzten 5 Jahren, und so ist auch unser Ziel, und an diesem Sprechen können wir gemessen werden, für die nächsten 5 Jahre klargelegt. Da ist nicht Größe an sich etwas Schlechtes oder was Gutes und genauso auch nicht das andere. Ich denke, die Investitionen, die wir in die Elektromobilität hineinstecken, die kann niemand anderes hineinstecken. Das kann ein KMU nicht machen. Wir müssen die Batteriesystemtechnik einschließlich der Stiftungsprofessuren, die wir für die Elektrochemie an den Hochschulen in Braunschweig, in Hannover etc. fördern, das können nur wir machen. Und deswegen brauchen wir dafür auch die Ressourcen. Deswegen ist, glaube ich, das Gegenüberstellen groß und klein, small is beautiful, etwas fehlleitend. Es braucht den richtigen Mix, und ich glaube, die deutsche Industrie kann froh sein, dass sie genau über diesen Mix verfügt. Und ich will noch etwas mal zum Strukturwandel sagen. Ich hatte es ja eingangs gesagt, dass wir, glaube ich, zeigen können, wie wir das ganz gut beherrscht haben. Das Thema Mobilitätsdienstleistungen. Wir packen es an. Das Thema Carsharing machen jetzt alle drei mit unterschiedlichen Modellen. Gucken wir mal, welches sich im Wettbewerb am besten durchsetzt. Aber ich will mal ganz deutlich sagen, wir haben ja da einen regen Austausch mit Wissenschaftlern, mit Consulting-Unternehmen und so weiter. Dort werden uns unglaubliche Ideen präsentiert. Das finden wir ganz toll. Aber Ideen haben wir auch. Ich habe auch noch nicht eine Idee mal gesehen, die wirklich für dieses Thema auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell signalisiert. Ich hoffe, wir werden es jetzt realisieren im Learning by Doing. Aber es ist wirklich geradezu manchmal grotesk und naiv, wie eben gesagt wird, mach doch mal gerade dieses, mach doch mal gerade jenes. Und es wird ganz schlichtweg dabei berücksichtigt, die Nachhaltigkeit muss sich auch in einem Geschäftsmodell erweisen. Deswegen, wenn wir über neue Mobilitätsdienstleistungen reden, sind wir dabei. Ich bin selbst, weil ich das vor 20 Jahren schon mal erforscht habe, damals bin ich ziemlich auf die Nase gefallen, ich bin heute hoch erpicht darüber, dass diese intermodalen Konzepte wirklich greifen werden, dass wir einen wirklichen richtigen Wachstumsprozess in diesem Bereich haben werden. Aber ich bin, was das ein oder andere angeht, durchaus von der Vergangenheit her realistisch, um zu sehen, wir brauchen auch dafür ganz bestimmte Schritte. Und deswegen einfach mal bei solchen Strukturwandelsprozessen zu glauben, man könnte den Schalter umdrehen, das ist mit Verlaub gesagt eine etwas zu naive Haltung. Frau Lemke, fiel dazu auch noch eine Kleinigkeit ein. Ja, ich zucke natürlich immer, Learning by Doing reicht mir da nicht, weil da kann man Schaufenster Elektromobilität sich angucken. Das machen wir zusammen mit dem Bundesland Hessen, um genau diese Praxistauglichkeit auch herzustellen. Wir haben Forschungsprojekt Storegio, in dem wir uns auch damit fassen, um Storage, also Speichertechnologie regional weiterzuentwickeln. Da gehen auch 40 Millionen Euro rein. Also nur Learning by Doing würde ich nicht machen. Das müssen wir schon steuern. Da müssen wir schon darauf achten, dass es auch in die richtige Richtung geht. Aber ich wollte zum Ende von RWE was sagen, vielleicht auch damit dann zum Abschluss. Das Wort vom Ende haben Sie gebraucht. Also, das sage ich Jürgen Grossmann. Ja, auf den wollte ich gerade zu sprechen kommen. Denn ich habe so den Eindruck, der wollte sich bei uns im schönen Bundesland Rheinland-Pfalz ein Denkmal stellen. Wir haben da ein Atomkraftwerk, Mülheim-Kärlich, das seit 21 Jahren abgeschaltet ist. Es ist deswegen abgeschaltet, weil es damals auf einer Vulkanspalte gebaut wurde, baurechtlich natürlich nicht in Ordnung. Es wurde ein paar Mal hochgefahren, ist schön verstrahlt und befindet sich im Abbau. Es befindet sich in meiner atomrechtlichen Aufsicht und wir wollen natürlich zusammen mit der RWE, mit der wir, das betone ich an dieser Stelle, sehr kooperativ dieses Teil natürlich abbauen, das auch mal vollziehen. Und da gibt es einen Kühlturm. Und so ein Kühlturm wird von der Bevölkerung in der Umgegend auch dann schon mal als Elefantenklo despektierlich bezeichnet. Aber Sie können sich vorstellen, wenn eine Bevölkerung lange gegen einen AKW kämpft, 20 Jahre noch auf den Kühlturm gucken muss, weil es immer noch nicht zu Ende abgerissen ist, dann wird es allmählich mal Zeit. Und da kam jetzt der Künstler Anselm Kiefer, vielleicht der ein oder andere mag ihn kennen, und wollte es kaufen. Das war eine Story im Spiegel.
Er hat sich nämlich mit Herrn Grossmann dazu besprochen und kam dann auf die Idee, da gewisses Event draus zu machen. Man könnte ja mal Verstrahlung spielen und es sei so schön, wenn man sich weiße Schüchchen anziehen müsste, um das AKW zu besichtigen. Ich bin da ein bisschen empfindlich gewesen an dieser Stelle, weil ich glaube, dass nichts zum Scherzen ist. Und an dieser Stelle wünsche ich der RWE und Herrn Grossmann auch persönlich alles Gute. Aber mein Gruß geht dann immer in die Welt. Dieses Elefantenklo kommt weg. Und das muss da nicht stehen bleiben. Wir brauchen der Atomenergie kein Denkmal setzen, schon gar nicht, ehe nicht das letzte AKW abgeschaltet ist. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende. Und ich darf Ihnen ganz zum Ende eine ganz kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von Albert Einstein, der, nachdem er seine Relativitätstheorie entwickelt hatte und ein bisschen berühmt damit geworden ist, mal auf eine Lesetour durch Schottland ging. Und er war unterwegs zusammen mit einem Chauffeur und hielt jeden Abend in einem anderen Ort den gleichen Vortrag. Es wurde Einstein langweilig, es wurde dem Chauffeur langweilig und irgendwann sagte Einstein zu dem Chauffeur, weißt du was, wir wechseln jetzt mal die Mütze und heute Abend hältst du mal den Vortrag und ich bin der Chauffeur. Der Chauffeur nahm an, ging auf die Bühne, hielt den Vortrag, den er auswendig gelernt hatte. Und normalerweise war in den Audienzen nicht so wie hier, war ich keine Sachkompetenz vertreten. Aber an dem Abend war ein Physikprofessor da. Und der stellte eine hochkomplexe, schwierige, herausfordernde Frage. Und daraufhin geriet der Chauffeur auf der Bühne so ein bisschen ins Grübeln und dann sagte er, meine Damen und Herren, das ist eine hochkomplexe Frage. Aber weitergedacht ist diese Frage eigentlich auch so einfach, dass selbst mein Chauffeur sie beantworten könnte. Mit der Geschichte, der hat das dann auch getan, mit der Geschichte will ich Ihnen nur sagen, dass es manchmal durchaus gelingt, Logiken umzudrehen und aus sehr schwierigen, sehr einfachen Sachverhalte zu machen. Und dass irgendwann sozusagen in solchen Debatten, solchen Prozessen so ein Kippschalter durchaus umgelegt werden kann. Und dass dann das, was heute die negativen Routinen sind, wie Sie vorhin sagten, Leute kommen nicht weg von ihren Routinen, auch sehr schnell in positive Routinen umschlagen kann. Das vielleicht als kleiner Hoffnungswert zum Schluss. Vor allem aber vielen, vielen Dank, Herr Allesbach, Frau Lemke, Herr Pretorius, für diese Diskussion. Danke sehr.